Mit dem Geldthema befasse ich mich eigentlich seit Mitte der 70er Jahre an der Wirtschaftshochschule St. Gallen gewesen bin und dadurch eine Arbeitsgruppe, die wir hatten, bin ich halt damit in Berührung gekommen. Das Thema hat mich seit dieser Zeit eben gefesselt, dass ich mich immer wieder damit befasst habe und seit Mitte der 90er Jahre bin ich eben in meinem Rahmen meiner Lehrstuhltätigkeit verstärkt darauf zurückgekommen. Und habe dann diesen Vollgeldansatz entwickelt. Das hat natürlich auch Vorläufer. Also ich bin ja da kein Solitär, sondern es gibt Traditionen von Geldkritik und Geldreform, zu der insbesondere die 100% Reserveansätze der 1930er Jahre gehören. Das habe ich aufgearbeitet und fortentwickelt im Sinne einer Überwindung des Reserveansatzes überhaupt. Und dann habe ich um 2000 herum mit dem Kollegen James Robertson aus England die Sache unter dem Begriff Sinnerage Reform weiter ausgearbeitet und dann eben auch in den angelsächsischen Raum hinein publiziert, wo das eben auch einen erfreulichen Widerhall gefunden hat. Und in den zurückliegenden Jahren haben sich auch dann da und dort neue Geldreforminitiativen gebildet und jetzt auch unter dem Einfluss der anhaltenden Finanzkrise sich diese Resonanz fortsetzen wird. Und ich persönlich als Autor merke das, als Forscher an den Nachfragen, aber auch bei der Geldreforminitiative Monetative, dem jetzt das Netzwerk, das wir schon seit 3, 4 Jahren hatten und dem jetzt neu gegründeten Verein, merkt man eben auch, dass die Resonanz wird stärker auf dieses Thema. Es kommen auch mehr Nachfragen aus den Medien und so weiter. Ja, das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen. Also warum hat die Krise seit 2008 bisher nicht dazu geführt, die Aufmerksamkeit von Wissenschaft, Fachmedien und Politik auf diese monetäre Grundfragen zu lenken? Was glauben Sie, ist da der eigentliche Grund? Also eine gewisse Resonanz hat es gegeben und man kann natürlich der Meinung sein, ja, in Anbetracht der Schwere dieser Krise müssten sozusagen alle sofort umdenken. Aber das würde ich als Modernisierungs- und Innovationsforscher nicht erwarten, gerade in dem Fall nicht, weil wir haben ja gerade im Bereich der Wirtschaftswissenschaft von langer Hand eingesessene Paradigmen, an denen Existenzen hängen und Lebensläufe hängen. Und diese Überzeugungen und Auffassungen, die werden nicht über Nacht aufgegeben, sondern Thomas Kuhn hat mal gesagt, das erledigt sich biologisch. Die alten Paradigmen müssen sozusagen langsam aussterben, ehe das Neue eine richtige Chance bekommt. Also dieser Paradigmenwandel, der erforderlich ist, das Umdenken in der Geldtheorie und in der Geldpolitik, das ist eigentlich der größte Engpass. Und obwohl auch da sich ganz langsam von den Rändern her etwas rührt, nicht? Es gibt gerade in der Wirtschaftswissenschaft neue Theorieansätze, vor allen Dingen im internationalen Rahmen, die das dann doch neu thematisieren. Aber es ist richtig, im Mainstream, da rührt sich nichts, einfach deshalb, weil alle die sozusagen gelernten Ökonomen in den Institutionen, in den Ministerien, in den Parteien und Verbänden und in der Wirtschaft natürlich, in den Banken, die haben alles das gelernt, was in den Textbüchern steht, in den Lehrbüchern. Und das ist vollkommen irreführend, beziehungsweise man lernt in diesen Büchern überhaupt nichts. Nach meiner Meinung, wenn man überhaupt etwas vom Geldsystem verstehen will, muss man eigentlich sozusagen bei einfachen Bankkaufleuten in die Lehre gehen und deren Schulbücher studieren. Aber was in den universitären Lehrbüchern steht, interessanterweise hat der Wirtschaftsweise Bofinger neulich das gesagt. Es war zum ersten Mal, dass sozusagen ein berufener Vertreter der Zunft sich dazu geäußert hat. Er hat faktisch gesagt, was in unseren Lehrbüchern steht, könnt ihr vergessen. Das muss alles neu geschrieben werden. Das hat ja auch Thomas Straupa gesagt, Vertreter, also ein Schweizer beim Weltwirtschaftlichen Institut, oder ich glaube in Hamburg ist er als Wirtschaftsökonom tätig. Ich bin ja viel mit Blogs unterwegs und die haben jetzt sehr viel geschrieben über diese INET-Konferenz, die vor wenigen Tagen in Berlin stattgefunden hat. Dort ist man noch nicht so weit gewesen, dass man schon den Paradigmenwechsel, sage ich mal, hat ausdehnen sehen bis auf Geldmarktreformen. Naja, ich sage ja, das kommt von den Rändern her, wie immer bei solchen grundlegenden Neuerungsprozessen. Was ich aber beobachte, ist auch im Zusammenhang nun mit den Problemen der Staatsschuldenkrise, was man also im Rahmen des hergebrachten Paradigmas machen kann und was da im Rahmen von dieser europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem europäischen Stabilitätsmechanismus gemacht wird.
Das geht schon an die Grenzen dessen, was eine Zentralbank im Rahmen des bestehenden Systems machen kann und darf, heran und teilweise darüber hinaus. Und de facto denke ich, das werden Schritte sein, die in Richtung einer Monetative führen. Aber darauf kommen wir vielleicht im späteren Verlauf des Gesprächs nochmal zurück. Ja gut, ich möchte noch diesen Vortrag von dem Herrn Bezimmer von der Uni Groningen erwähnen auf der einen Konferenz, der diese Unterscheidung gute Schulden und schlechte Schulden gemacht hat und diese Aussage getroffen hat, dass die Kreditvergabe an die Realwirtschaft von den 50er Jahren bis zur Krise ungefähr gleich geblieben wäre, während sich die Kreditschöpfungen, was die Vermögenswerte angegangen sind, verfünft oder versechsfacht hätte. Das hat ja sehr für Furore gesorgt, aber war das schon ein Paradigmenwechsel oder war das nicht noch eine Interpretation innerhalb des bestehenden Systems? Ich würde Letzteres sagen, also das entspricht meinen eigenen Nachforschungen, die ich zu dem Thema angestellt habe, dass eben die Kreditschöpfung, die unmittelbar in selbstbezogene Finanzmarktanlagen gegangen ist in den letzten 30 Jahren oder so, das war das 6- bis 7-fache dessen, was in die Realwirtschaft gegangen ist. Diese Befunde konvergieren. Aber an und für sich, die Volkswirtschaftslehre kennt das. Also sie untersucht das im Prinzip seit über 100 Jahren. Der britische Ökonom Alfred Marshall, nach dem ist benannt, das sogenannte Marshallian Key, das untersucht genau die Entwicklung der Geldmenge mit Bezug auf die Wirtschaftsleistung. Also heute würden wir sagen, die Geldmengen M1, 2, 3 in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt. Und man weiß das eigentlich. Der Punkt ist aber, dass im Zuge des, wie soll man sagen, ökonomischen Zeitgeistes, bestimmte Dinge werden dann einfach ignoriert, weil es passt nicht in die vorherrschende Banking-Lehre. Und deswegen werden so Dinge ignoriert. Und ich denke auch, dass man sich im Zuge der auch der wissenschaftsinternen Abarbeitung mehr an solche Komponenten erinnert. Es gibt ja in der Tradition der Finanzwissenschaft ein longstanding monetäres Paradigma. Man muss es nur wieder ausgraben. Es gibt die Tradition der Currency School in der Geldpolitik, die eben auf staatlich kontrollierte Geldschöpfung abstellt, unter der Bedingung freischöpfbaren Geldes. Nur die Vertreter der Zunft, die müssen sich eben wieder dran erinnern. Und wenn sie das nicht wollen, dann müsste man eben warten, bis Jüngere kommen, die sich dran erinnern. Bevor wir vielleicht gleich zu Vertretern der Modern Monetary Theory kommen, die da vielleicht jetzt von Ihnen auch damit angedacht worden sind, noch eine Bemerkung zu Minsky und Kindelberger, die ja Ende der 70er Jahre diese Probleme des Finanzsystems sehr gut beschrieben haben. Jedoch sind sie überlagert worden von der damals gerade gestarteten Erfolgsstory dieser sich selbst regulierenden Finanzmärkte, die durch den Monetarismus angestoßen worden sind. Also das würde ich anders darstellen. Also ich glaube, der Monetarismus, so wie er aus der Chicago-Schule der 30er Jahre herausgekommen ist und, wie soll ich mal sagen, zu unseren Lebzeiten noch von Milton Friedman vertreten wurde, das ist an und für sich eine recht robuste, quantitätstheoretisch begründete Theorie. Und das sollte man nicht in einen Topf werfen mit der sogenannten Efficient Market Hypothesis, vor allen Dingen, wenn sie auf die Finanzmärkte angewendet worden ist. Und Friedman selbst, muss ich sagen, hat seinem Monetarismus keinen Gefallen getan, dass er diese Efficient Market Hypothesis, dass er sich dem dann angeschlossen hat, auch in seiner zeitbedingten Kritik am Keynesianismus. Und so hat man den Monetarismus einerseits und die Efficient Market Hypothesis andererseits irgendwie in einen Topf geworfen. Und das ist schade für den Monetarismus, nicht? Während also Kindelberger und Minsky, muss ich sagen, das ist auch eine sehr robuste Theorie, die historisch vielfach bestätigt ist. Im Grunde genommen ist das eine Übertragung der soziologischen Theorie der Anspruchsspirale und der sich selbst übersteigernden Erwartungen auf die Finanzmärkte, die eben dadurch dann wiederkehrend aus verschiedenen Anlässen aus dem Ruder laufen. Das ist, glaube ich, ein sehr bewährter Ansatz. Ja, den hat ja auch der Herr Binswanger in seiner Unterscheidung von Wachstumszwang und Wachstumsdrang ein bisschen herausgearbeitet, wobei er das, was Minsky und Kindelberger ja da erforscht haben, wahrscheinlich unter dem letzten subsumieren würde. Ja, das kann gut sein. Also ich persönlich, das ist nicht so mein Thema, was ich jetzt unter Wachstumszwang oder Wachstumsdrang subsumieren möchte. Im Sinne dieses Sprachgebrauchs ja, letztens, also diese Theorie sich selbst übersteigernder Erwartungen, diese Erwartungsspirale, das gehört sicherlich zum Wachstumsdrang, nicht? Ich denke einfach, dass wir langfristig gesehen im Übergang von traditioneller zu moderner Gesellschaft
Dieser Übergang findet ja im Rahmen des Weltsystems statt, seit Jahrhunderten, verstärkt seit über 100, 150 Jahren. Und da werden wir einfach noch eine gewisse Wachstumsperiode von 100 Jahren plus minus oder auch 150 Jahren sicherlich noch global absolvieren. Und das ist im Verlauf eines organischen Wachstumszyklus, nicht, wie in der Wissenschaft vielfach beschrieben worden ist. Braucht eine Generation immer eine gewisse Zeit, bevor man selbst ein Finanzsystem, nachdem es sich so stillschweigend geändert hat, wie, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, um es dann wieder neu bewerten zu können, während die alten Analysen alle noch vielleicht den alten Zustand vor dem Krieg irgendwie als Analysehintergrund benutzt haben? Also braucht es einfach so eine Zeit, um diese Geldsystemkritik zu entwickeln? Das könnte so sein. Zeit braucht es auf alle Fälle. Ich denke aber, man muss andererseits feststellen, die Wirtschaftswissenschaft ist ja nicht monolithisch und sie steht ja auch von vornherein unter dem Einfluss politischer Interessen. Also die Wissenschaft und die politischen Interessen, die sind ja aneinander irgendwie rückgekoppelt, nicht? Und diese Art, die Geldsystemkritik, die jetzt wieder aufsteigend ist, die hatten wir sinngemäß ja in vollkommen gleicher Weise oder vergleichbarer Weise, nur unter anderen historischen Bedingungen, mit anderen Zahlen sozusagen, nicht? Ja, mit anderen Finanztechniken auch. Das hatten wir schon in den 20er, 30er Jahren. Und wir hatten die beginnende Kritik an der Chiralgeldschöpfung im Übrigen schon in den 1880er, 1890er Jahren. Und das ist eben auch damals nur partiell rezipiert worden, einfach weil es bestimmten Richtungen eben salopp gesagt nicht in den Kram gepasst hat. Und da wird dann eben sehr selektiv rezipiert. Und ich denke, dass wir auch in Zukunft in der Geldwissenschaft, wir haben ein Wiederaufleben dieser klassisch-historischen Kontroverse zwischen Currency School und Banking School. Und das kriegen wir heute wieder, nicht? Und von Geldpolitik ist natürlich, wie alles in der Politik, ist ein hochgradig besetztes Interessensfeld. Deswegen wird es da auch immer divergierende Ansätze geben, nicht? Um das abzuschließen, aber noch eine Frage. Wenn ich die Blogs richtig interpretiere, dann ist die deutsche Position im Augenblick halt ein bisschen isoliert, während die Vertreter einer Modern Monetary Theory so international auf dem Vormarsch sind. Welchen Zusammenhang sehen Sie mit der Vorstellung von Ihnen im Verhältnis zu denen der Modern Monetary Theory? Da möchte ich mich im Moment noch nicht zu sehr festlegen. Ich denke, dass es da eine ganze Reihe, also analytisch eine Reihe von Gemeinsamkeiten gibt. Aber es gibt konzeptionell jetzt schon erkennbar, wird das auf neuerlich starke Divergenzen hinauslaufen, die eben zum einen in die Richtung eben neue Currency-Theorie, die wir auch mit der Vollgeldreform und der Monetative verfolgen, die eben einen kontrollierten Prozess der Geldschöpfung haben möchte. Und dann eben andere Autoren, die dann wahrscheinlich oder jetzt schon offensichtlich mehr halt den klassischen Banking-Lehren anhängen und als praktisch auch den Ansatz der Entstaatlichung des Geldes nach Hayek Free Banking wieder aufgreifen und glauben, man soll das der Gesellschaft und den Leuten selber überlassen und es wird sich schon etwas durchsetzen. Einer Sache, der ich schon aufgrund der Erfahrung des 19. Jahrhunderts also nur Kopfschütteln gegenüberstehen kann, weil es ist eine Theorie, also eine abstrakte Theoriegeburt, weil die historischen Realitäten, wo immer es Free Banking gegeben hat, ging das schief, führte es zu den Krisensituationen, die wir eben heute haben, nicht? Aber ich sehe diese Kontroverse gerade eben neu entstehen. Ja, vielen Dank für diese Antwort. Ich würde sagen, dass wir dann von oben mit den ersten Fragen, wenn Sie einverstanden sind, Herr Huber, beginnen mögen. Ich beginne mit der ersten Frage. Wie sieht die geplante Geldmengensteuerung durch die Zentralbank im Vollgeld auf der operativen Ebene aus? Nun, das sieht im Prinzip so aus wie bisher schon, wie die Bundesbank das seit Jahrzehnten gemacht hat und wie die EZB das unter Normalbetrieb im Wesentlichen übernommen hat. Das heißt, es gibt langfristige und kurzfristige und Planungen, großen über den Geld- und Kapitalbedarf und entsprechende Emissionsplanungen. Und es gibt von daher eben auch kurz- und langfristige Festlegungen. Früher über Geldmengenziele, heute mehr über Zinskorridore, weil die Geldmengenlenkung, das hat ja nicht funktioniert. Das hat man eigentlich vor 20 Jahren de facto relativ stillschweigend ad acta gelegt, nicht? Diese ganzen Festlegungen, die geschehen ja 14-tägig bei der Deutschen Bundesbank beziehungsweise bei der Europäischen Zentralbank.
Und das beruht, also die Stäbe erarbeiten das auf der Grundlage von 2 bis 3 Dutzend Standardindikatoren. Die kann man nachsehen in den monatlich erscheinenden Bulletins der Zentralbanken, nicht die Monatsberichte der Bundesbank. Und die beruhen auf 14-tägigen und wöchentlichen direkten Abfragen bei den Banken. Es gibt also geldpolitisch keine besser informierte statistische Behörde als die Zentralbanken. Und eigentlich aufgrund dieser Indikatoren, die natürlich alles beinhalten, die Nachfrage nach Geld, das Angebot an Geld, an Kapital, die verschiedenen Finanzmärkte, die Entwicklung der Zinssätze und im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Entwicklung der Preise und all diese Dinge, dann machen eben die Zentralbank, also die Direktoriumsmitglieder oder wie immer das Gremium dann heißt, die beschließen dann eben 14-tägig bestimmte Maßnahmen, auch was die Feinsteuerung der Offenmarktpolitik ist und soll es ja in der Vollgeldordnung auch geben. Wie ganz genau das läuft, hängt im Übrigen davon ab, ob es in einer Vollgeldordnung, ob das Geld rein sozusagen 100% durch originäre Seniorage in Umlauf gebracht würde oder ob es nicht auch in gewissem Ausmaß, kurzfristig vor allem, weiterhin durch Zentralbankkredit an Banken in Umlauf gebracht wird. Nicht? Also im Sinne dessen, was wir von der Vereinigung Monetative her ins Auge fassen, liegt unsere Präferenz auf der Inumlaufbringung von Vollgeld durch originäre Seniorage, also über Staatsausgaben, die Erstverwendung neuen Geldes über Staatsausgaben, da noch zins- und schuldfrei. Und von da wandert es dann in die normale Wirtschaft, wo es auch in die normale Finanz- und Zinswirtschaft einfließt. Nicht? Wenn ein gewisser Teil des Geldes, vor allen Dingen anfänglich auch im Übergangszeitraum, aber vielleicht auch später, vor allen Dingen die kurzfristigeren Anteile der Geldmenge, wenn die weiterhin über Zentralbankkredit ausgegeben würden, dann würde man auch da in dem Ausmaß eben die herkömmlichen Verfahren, also die Tenderverfahren und andere Verfahren benutzen, um das Geld an die Banken zu bringen. Wichtig wäre, dass im Unterschied zu heute in einer Vollgeldordnung die Zentralbank wieder Geldmengenpolitik betreiben kann. Und zwar sehr effektiv, weil sie die alleinige Kontrolle über das Geld hat. Und das ist ja heute nicht mehr möglich gewesen, weshalb die Zentralbanken sich eben auf die Zinspolitik verlegt haben. Und die ist aber nicht sehr wirksam, um es gelinde zu formulieren. Danke. Ich wollte jetzt mal vom Ablauf her sagen, also jetzt im Moment sind wir im Block der AG-Fragen. Was ist denn jetzt mit der gelöschten Frage? Die suche ich dann noch, Dude. Ich bin gerade dabei. Eine Zwischenfrage, und zwar diese kurzfristige Vergabe von dem Vollgeld an die Banken. Würde die dann über eine Bilanzverlängerung der Bank ablaufen oder erhofft man sich, dass es quasi ein Asset-Tausch wird? Ja, nach unserer bisherigen Vorstellung soll das eben, wie gesagt, genauso funktionieren wie bisher. Das heißt, die Banken würden von der Zentralbank Vollgeld erhalten gegen Hinterlegung eben von notenbankfähige Wechselscheine oder Wertpapiere, welche die Notenbank oder Zentralbank akzeptiert. Also genau wie heute, nicht? Das wäre praktisch ein aktiver Tausch. Es wäre keine Bilanzverlängerung. Die Bilanzverlängerung entsteht heute bei Schöpfung. Das ist ein anderer Vorgang. Also das Vollgeld ist aber nicht verzinst, richtig? Also die Bank nimmt praktisch ein etwas auf der Aktivseite, was verzinst ist, und hinterlegt es bei der Zentralbank im Tausch gegen etwas, das nicht verzinst wird. Das ist die Hoffnung? Nein. Soweit der hergebrachte Mechanismus des Zentralbankkredits oder Darlehens, kann man auch sagen, weiter in Benutzung bleibt, wäre das von vornherein auch zinsgesteuert. Nicht? Also die Zentralbank bestimmt die Geldmenge, die sie herausgibt, aber sie gibt sie verzinslich heraus. Und also alles, was in diesen Bankenkreislauf Eingang findet, soll nach unserer bisherigen Vorstellung nach freier Zinsbildung, also nach Zinsbildung an den Märkten geschehen. Wobei natürlich die Zentralbank, wie jede Bank, ist in der Festlegung ihrer Zinsen, das ist natürlich auch eine geschäftspolitische Festlegung, weil es wieder ein anderes Thema. Also um den Unterschied nochmal klarer zu sagen, der Teil neu geschöpften Geldes, der durch originäre Seniorage an den Staatshaushalt fließt, der soll erstens zinsfrei sein und zweitens auch nicht mit einem,
Also es gibt keine bestimmte Frist zur Tilgung. Im Grunde genommen ist das, wie der ehemalige Finanzminister Schiller mal sagte, das ist in Anführungsstrichen ewiger Kredit oder also genauer gesagt unbefristeter Kredit, nicht? Also an die öffentlichen Kassen. So kann man das buchungstechnisch verstehen. Wobei der Sinn dieser Begriffe natürlich bei einer Monetative erfährt einen gewissen Substanzwandel. So, während herkömmlich durch Zentralbankkredit an Banken herausgegebenes Vollgeld, das würde eben auch ganz herkömmlich mit irgendeinem Zentralbankzinssatz versehen sein. Beziehungsweise dieser Zinssatz würde in Bandbreite ermittelt, je nach dem Verfahren, nicht, das von der Zentralbank angewendet wird. Es gibt ja verschiedene Verfahren und das wäre von vornherein verzinsliches Geschäft. Von der Bank aus mit dem normalen dann zu erzielenden Margengewinn zwischen dem Zins, den sie zur Geldaufnahme bezahlt, in dem Fall bei der Zentralbank, und dem Kapitalmarkt erzielt. Ich lese eben die gelöschte Frage vor. Soll die Zentralbank im Vollgeld weiterhin den Leitzins politisch festlegen? Ja, ich gucke gerade, ich hatte auf meinem Notizenzettel das irgendwo stehen. Also ich sage das jetzt mal so ganz freihändig. Die Frage macht Sinn, eben soweit überhaupt Vollgeld noch durch Zentralbankkredit herausgegeben wird. Nicht? Insoweit macht das Sinn. Und da würde ich sagen, eigentlich was ich gerade eben gesagt habe, nämlich dass selbstverständlich die Zentralbank entweder einen Zins vorgibt oder aber, je nach Verfahren, wie das Geld ausgegeben wird, eben die geldnachfragenden Banken eben durch ihr Spiel von Nachfrage entscheiden lässt, auf welchen Zins das hinausläuft, je nach dem Verfahren, das da angewendet wird. Nicht? Inwiefern diese Zinsen, die sich dabei ergeben, inwiefern das noch Leitzinsen sind, das kann man schwer im Vorhinein sagen. Also wenn sich das so realisiert, wie wir uns das konzeptionell vorstellen, dass das eigentlich nur noch ein minderanteiliges Geschäft sein soll, dann würde ich sagen, das ist eigentlich kein Leit mehr, das ist einer unter vielen Zinsen. Nicht? Aber das ist sehr schwer vorherzusehen und vorherzusagen. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch einflechten, dass ich auch heute schon hinterfragen möchte, ob das, was wir Leitzins nennen, ob das wirklich der leitende Zins ist, ob nicht in vielen Fällen es in Wirklichkeit so ist, dass auch die Zentralbank eben auf die generellen Zinsentwicklungen reagiert und sich da ihre eigenen Zinsen dann irgendwie readaptiert im Versuch, etwas zu korrigieren oder etwas vorzugeben. Ob wirklich der Leitzins ein so allgemein bestimmender Eckzins ist, da bin ich schon für heutige Verhältnisse skeptisch. Herr Huber, eine Verständnisfrage. Wie ist es, wenn die Zentralbank das Geld gegen Zinsen an Geschäftsbanken rausgibt und die Geschäftsbanken dann dieses Geld etwas später wieder zurückgeben mit Zinsen? Dieser Zins, den sie dann mehr zurückgeben, dient der praktisch dann der Geldmengenschwunds? Also bei diesem Vorgang ist in der Tat eine Geldlöschung verbunden, aber die Zinsen, die damit bezahlt werden, die werden ja nicht gelöscht, sondern die gehen ja in die Gewinn- und Verlustrechnung der Bank ein und werden an den Finanzminister abgeführt, so wie das heute schon der Fall ist. Nicht? Bei der Gelegenheit muss man sich den Unterschied klar machen zwischen eben originärer Seniorage, das ist eben ein Geldbetrag, der sich ergibt durch den Zuwachs der Geldmenge. Nicht? Das entspricht dem, was man in traditionalen Zeiten den Schlagschatz nannte oder den Münzgewinn. Nicht? Das ist kein Zinsgewinn, sondern es entsteht ein neues Geld und der Souverän hat das eben als Erster, hat das Privileg, die Prärogative, dieses Geld erst zu verwenden und dadurch in Umlauf zu bringen. Nicht? Dann war das Geld in Umlauf. Das ist Seniorage im originären Sinne, ein Geldbetrag, der durch die Vermehrung der Geldmenge entsteht. Während das, was heute eigentlich irreführenderweise Seniorage genannt wird, das ist ein Margengewinn, ein Zinsgewinn, der sich einfach ergibt, in dem Falle bei der Zentralbank. Sie muss das Geld selbst nirgendwoher beziehen. Die Zentralbank ist praktisch dann auch in einer Vollgeldordnung die einzige Stelle, die Geld schöpfen kann, die Geld ausgeben kann, ohne es vorher eingenommen zu haben. Nicht? Und sie nimmt dafür einen Zins und sie hat dann diesen Zinssatz, das ist ein Zinsgewinn, den nennt man heute auch Seniorage. Und man muss aber diesen Unterschied machen zwischen originärer Seniorage als Geldmengenbetrag und Seniorage im Sinne eines Margenextragewinns.
Und der würde eben auch entstehen und der würde dem Finanzminister zufließen, so wie heute auch. Ich habe mal eine Frage zu dem Seniorage. Ist es nicht im Grunde genommen das Gleiche? Und wenn Sie sagen, Zinsmargen, Extragewinn, ist es nicht nur ein Wort für das tatsächlich gleich, und zwar aus folgendem Grund. Ich denke, was Sie ordinäre Seniorage nennen, ist der Geldschöpfungsgewinn, wenn ich das Geld gewissermaßen verkaufe. Dass ich dann keinen Zins mehr bekomme, ist natürlich klar. Wenn ich ein Haus verkaufe, kann ich es nicht mehr vermieten. Und umgekehrt, wenn ich das Geld nur verleihe, dann ist es auch natürlich klar, dass ich dann über das Verleihen der Zentralbank bin, ist es dann auch richtig so. Für diese Interpretation spricht meines Erachtens auch die Tatsache, dass der Barwert dieses Zinsertrags die Höhe der Geldschöpfung ist. Und von daher gesehen kann man sagen, entweder wenn ich das Geld verleihe, dann kriege ich die Seniorage über den Zins, oder wenn ich es verkaufe, dann kriege ich es einmalig. Ja, dem kann ich nicht folgen. Ich habe zwischendurch nicht alle Worte gehört, glaube trotzdem verstanden zu haben, was Sie sagten. Ich kann dem nicht folgen, weil ein Geld verleihen und ein Geld ausgeben sind zwei völlig verschiedene Vorgänge. Das eine ist, ich weiß nicht, wie man da sagen kann, das eine sei gleich wie das andere. Es sind völlig verschiedene Vorgänge. Ich habe festgestellt, es sind völlig verschiedene Beträge, die dabei entstehen. Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Also einmal ist es so, in Phasen stärkeren konjunkturellen Wachstums, da ist es so, dass die originäre Seniorage höher ist als der Zinsgewinn, der entsteht. Während in realwirtschaftlichen Stagnationsphasen, in Krisenzeiten, also da ist der Geldzuwachs geringer oder kommt überhaupt zum Erliegen. Und da entsteht gar keine originäre Seniorage. Während die offenstehenden Kredite, die müssen immer weiter verzinst werden. Nicht? Das sind auch schon substanzielle Unterschiede zwischen beiden Einnahmearten. Und es kommen auch unterschiedliche Beträge dabei heraus. Es hängt dann allerdings wiederum davon ab, wie groß die Kreditvolumina sind und welche Laufdauer das alles hat und so weiter. Also man kann überhaupt nicht sagen, Sie sagen, es sei eine Tatsache, kann ich überhaupt nicht bestätigen, sondern es sind verschiedene Vorgänge der Gewinnentstehung, eben das eine durch Ausgeben oder Verkaufen, wie Sie gesagt haben, das andere eben durch Verleihen, sind zwei völlig verschiedene Vorgänge und es entstehen daraus realiter in der Tat unterschiedlich hohe Geldbeträge, abhängig von der Konjunktur, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und auch natürlich den Volumina an offenen Krediten. Herr Huber, wenn Sie bitte mal auf das Pad von mir gucken, auf dieses Pad, wo wir gerade diskutieren, da habe ich diese Frage gestellt. Es ist ja finanzmathematisch, kann man das beweisen. Und zwar, Sie sagten ja selbst praktisch, dass das Geld, das verliehen wird von der Zentralbank an die Geschäftsbanken, dass die originäre Seniorage, das heißt das Geld, das im Sinne ihres Vollgelds ausgegeben wird, dass das gewissermaßen für die Ewigkeit ausgegeben wird. Und wenn Sie diesen Gedanken im Hintergrund haben, dann sehen Sie an der Gleichung, dass sich der Zinssatz wegkürzt und dass praktisch Bargeldschöpfungsgewinn gleich Geldschöpfungs rauskommt. Das wäre der finanzmathematische Beweis. Also ich kann das jetzt nicht sehen und ich bin, muss ich Ihnen sagen, grundsätzlich gegenüber der Aufstellung solcher Gleichungen sehr skeptisch, weil das hängt von den Variablen ab, die Sie in die Gleichung einbringen. Also ich kann Ihre Gleichung gerade nicht sehen, aber bei solchen Gleichungssystemen hängt es natürlich vom Sinn der Variablen ab, die Sie da aufgestellt haben, nicht? Also solche Gleichungen sind leicht erstellt, was die Aussagen ist noch eine andere Frage. Und dann kommen wir jetzt zur Frage 2. Wie kann die Zentralbank im Vollgeld die Geldmenge kontrollieren, wenn es zu einem Bankrun auf Sparguthaben kommt? Ja, dazu wäre zunächst zu sagen, dass anders als heute in einem Vollgeldsystem ein Run auf eine Bank auf die Geldmenge keine Auswirkung hat. Heute ist das der Fall, also soweit es möglich ist, im Rahmen eines Bankruns Guthaben zu liquidieren und irgendwie fortzuschaffen, dann entsteht in dem Moment jedenfalls transferweise, entsteht Chiralgeld und so weiter. Also das hat Auswirkungen auf die Geldmenge. Aber in einem Vollgeldsystem hat ein Bankrun keine Auswirkung auf die Geldmenge. Und ich meine, ansonsten ist dazu zu sagen, Bankrun
Also Banken, die schlecht wirtschaften, die wird es wahrscheinlich immer geben. Und wenn es dann auf einzelne Banken einen Run gibt, dann sind in der Tat die Einlagen bedroht. Das würde auch und gerade in einer Vollgeldordnung der Fall sein, denn es handelt sich hier nicht um Geldguthaben im eigentlichen Sinn des Wortes, also um liquide gesetzliche Zahlungsmittel, Vollgeld, sondern es handelt sich um Geldanlagen, nicht? Weil in einer Vollgeldordnung sind Spareinlagen nicht stillgelegte Giralgelder, sondern das ist Vollgeld, das ein Kunde der Bank überlassen hat, damit die Bank damit arbeiten kann. So wie man sich heute vorstellt, wie es aber in Wirklichkeit gar nicht ist. In einer Vollgeldordnung wäre dem so. Und wenn ich mein Geld wo anlege, dann ist damit immer ein Risiko verbunden. Das muss ich wissen als Anleger. Ich würde allerdings konzidieren, auch nach den Erfahrungen früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte, man hat ja nicht umsonst dann Sicherungsfonds geschaffen, auch auf gesetzlicher Grundlage seit den 1930er Jahren. Das soll man sicherlich insbesondere für Sparguthaben und für kurzlaufende Termineinlagen, das würde man sicherlich beibehalten, zunächst als Bankensektor eigene Sicherungsfonds. Und wenn es kritisch kommt, so sein, der ganze Bankensektor bedroht ist, vielleicht auch mit staatlicher Garantie in gewissem Ausmaß dahinter. Da könnte man drüber reden, aber ansonsten muss wer Geld anlegt, wissen, dass er ein Risiko damit trägt und unter Umständen sein Geldvermögen, das ist ja nicht Geld, dieses Vermögen eben seinen Wert verliert und gegenstandslos wird. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage nach etwas, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Und zwar haben Sie gesagt, Bankruns verhalten sich unterschiedlich bezüglich der Geldmenge in unserem heutigen System versus dem Vollgeldsystem. Also wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, wenn jemand im Vollgeldsystem sein Geldvermögen sozusagen ausbezahlt haben will von der Bank, dann verschiebt die Bank Vollgeld, das sie auf ihrer Aktivseite hat, auf das Konto von dieser Person. Das heißt, die Menge an Vollgeld bleibt gleich. Während im heutigen System dann sozusagen ein Festgeld womöglich umgewandelt wird in Geld, was auf einem Girokonto liegt und danach in bar ausgezahlt oder auf ein Girokonto bei einer anderen Bank übertragen wird. Das sehe ich so, aber warum ist das wichtig? Also wichtig sind die Geldmengenbegriffe ja, wie soll ich sagen, es geht ja darum, ob das Geld dann ausgegeben wird von den Leuten oder nicht. Und wenn jetzt jemand sein vorher fest angelegtes Geld im Bankrun von der Bank abzieht, wird er es ja wahrscheinlich nicht ausgeben. Das heißt, warum ist diese Unterscheidung überhaupt wichtig? Ja, ist gut, dass Sie das fragen. Ich frage mich das auch manchmal. Also ich persönlich traue mir nicht, zu jemandem zu fragen, warum ist Ihre Frage wichtig. Aber es ist in der Tat so, also wenn heute, auch unter Krisenbedingungen, nicht, wenn da Einlagen in Anführungsstrichen liquidiert werden, dann bleiben die in der Regel nicht Giralgeld, sondern, wie Sie gesagt haben, die fließen irgendwo anders hin, wo der betreffende Besitzer sich eine sicherere Anlage verspricht. Nicht, dass also Geld als Giralgeld in Anführungsstrichen liegen bleibt oder gehortet wird, das kommt sehr wenig vor. Nicht, das sind solche Liquidierungen, die werden zwar zu Giralgeld, die werden aber auch sehr schnell wieder stillgelegt. Und von daher finde ich die Frage auch nicht in erster Linie wichtig. Aber es ist andererseits, um den Unterschied zwischen einem Giralgeldsystem und einem Vollgeldsystem im Detail zu verstehen, ist es durchaus ein relevanter Aspekt. Okay, ich komme mal zur nächsten Frage. Herr Huber, Sie behaupten, dass die private geschöpfte Geldmenge im derzeitigen System nicht in der Gesamtheit kontrolliert wird, bezieht sich auf das YouTube-Video, Monetative. Die EZB fasst jedoch mit der Geldmenge M3 diese ebenfalls zusammen. Wie kommen Sie zu diesem Urteil? Wenn ich die Frage richtig verstehe, soll in Form der Geldmenge M3 etwas kontrolliert werden? Also nach meinem Verständnis, das sind statistische Größen, damit wird etwas gemessen, aber es wird damit nicht etwas gesteuert. Sondern das sind Resultate, die sich ergeben, die werden gemessen mit den Geldmengen im 1, 2, 3. Steuern kann man damit nichts und der Prozess heute, der funktioniert einfach so. Ganz kurz gesagt und in völlig im Gegensatz zu dem, was in den meisten Lehrbüchern steht, wenn überhaupt etwas zu dem Thema in den Lehrbüchern steht. Heute funktioniert so, dass einzelne Banken nach Maßgabe ihrer eigenen Geschäftspolitik Kredit vergeben oder nicht vergeben, beziehungsweise sie sich entscheiden, Wertpapiere am
primär zu platzieren oder sekundär aufzukaufen, was sie zunächst auch mit Giralgeld tun können. Sie entscheiden sich dazu oder sie entscheiden sich nicht dazu und dann werden eben entsprechende Guthaben bereitgestellt und ausgegeben. Und die Banken brauchen dazu ein gewisses Mindestmaß an eben Zahlungsreserven, sogenannte in den Lehrbüchern Überschussreserven, um den täglichen Zahlungsverkehr abwickeln zu können. Dazu muss man aber wissen, dass gerade bei den Großbanken, wissen Sie, alle Auszahlungen ins System sind Einzahlungen ins System. Das hat zur Wirkung, dass gerade bei den Großbanken auch jede Menge Zahlen an eigene Kunden und an die eigene Kasse zurückfließen, sodass im Tagesverlauf beim Clearing verbleiben nur relativ geringe Restposten an Überschuss oder Defizit, die ausgeglichen werden müssen. Und deshalb ist es gerade den Großbanken möglich, sagen wir, um 100 Einheiten Geld zu mobilisieren oder auch also Giralgeldkredit in dieser Höhe auszustellen, wie auch immer, oder vom Staat Anleihen zu kaufen in dieser Höhe, um Geld im Wert von 100 eben bereitzustellen, benötigen die großen Banken nur 2% Barkasse und nur 6% Überschussreserven, also Zahlungsreserven auf ihrem Betriebskonto bei der Zentralbank, nicht? Und wenn es dann doch mal nicht reicht, dann wird eben am Geldmarkt nachgefragt. Und wenn der Geldmarkt das nicht mehr hergibt, dann wird eben 14-tägig bei der Zentralbank eben neues Geld nachgefragt und die Zentralbank reagiert darauf einfach, indem sie es bedient. Die Usance bei der Zentralbank ist, den Banken niemals Geld zu verwehren. Also ich kenne keinen einzigen Fall in den zurückliegenden Jahrzehnten, wo eine Zentralbank in Anführungsstrichen ihren Banken jemals es verwehrt hätte, nachgefragtes Geld nicht zur Verfügung zu stellen. Also die Zentralbank reagiert, indem sie eben refinanziert, was die Banken noch brauchen, aber das Gesetz des Handelns liegt eben bei den Banken. Okay, danke. Herr Huber, wie wird im Falle einer Zentralbank wie der EZB, die für mehrere Staaten zuständig ist, die Zuteilung zu einzelnen Staaten sichergestellt? Wie wird verhindert, dass einzelne Staaten das ihnen zugeteilte Geld ausgeben, während andere es zurückhalten, um auf steigende Zinsen zu spekulieren? Ja, zum ersten Teil der Frage ist zu sagen, also zum einen gibt es einen Verteilungsschlüssel bei der Europäischen Zentralbank. Den gibt es inzwischen auch bei diesem EFSF und bei dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Der richtet sich aus der Kombination von Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft gemessen am BIP, also am Bruttoinlandsprodukt. Und das ist sozusagen der grundlegende Schlüssel, nach dem aufgeteilt wird, neu zu schöpfendes Geld. Dazu möchte ich allerdings ergänzen, dass auch nach unseren Vorstellungen auch in einer Folgezukunft die Zentralbank oder auch Monetative soll weiterhin ihre Geldpolitik diskretionär handhaben. Das heißt, unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, unter Berücksichtigung situativ variierender Bedingungen, also nicht nach irgendeiner mechanischen Regel oder jedenfalls nicht nur nach einer Regel, sondern eben auch situativ auf Sonderbedarfe eingehen können, wovon die EZB zurzeit ja sehr massiv Gebrauch macht, indem sie bestimmten einzelnen nationalen Banken sehr viel mehr einräumt, als sie das normalerweise tun würde und als die anderen Banken normalerweise dulden würden, nicht? Aber unter Krisenbedingungen erlaubt man sich das eben gegenseitig. Also dieser diskretionäre Spielraum ist meines Erachtens sehr wichtig, der soll auch erhalten bleiben. Den zweiten Teil der Frage, wie soll man oder kann man verhindern, dass einzelne Staaten Geld, das sie bekommen, zurückhalten, um auf steigende Zinsen zu wetten? Finde ich eine interessante Idee, aber ich glaube, darüber nachzudenken, ehrlich gesagt, es erübrigt sich, denn der Prozess in Wirklichkeit verläuft ja so. Schon heute wird ja der Zentralbankgewinn, den die jeweilige Zentralbank bei ihrem Finanzminister abliefert, der wird ja in die laufende Haushaltsplanung längst einkalkuliert, nicht? Da werden Erwartungswerte einkalkuliert und die treten mehr oder weniger ein. Und so wird das natürlich auch in Zukunft geschehen. Man hat ja eine Projektion über das Wachstumspotenzial unter bestimmten Bedingungen. Daraus entsteht ein Korridor und es entsteht ein Erwartungshorizont,
was man also an Seniorage bzw. an Zinsgewinn von der Zentralbank zu erwarten hat. Und das wird ja laufend schon immer eingeplant in den Haushalt. Und das fließt dann auch mehr oder weniger so wie erwartet und wird eigentlich immer sofort ausgegeben, nicht? Also dass eine Regierung Geld künstlich zurückhält, um damit auch noch zu spekulieren. Also ein solcher Fall ist mir eigentlich historisch nicht bekannt, muss ich sagen. Und ich wüsste nicht, warum der unter Vollgeldbedingungen, warum es das plötzlich geben sollte. Ich würde mich nach wie vor mehr darum sorgen, wie man Regierungen auch in Zukunft dazu bringt, dass sie ordentlich haushalten und nicht immer über ihre Ausgabenlimite hinausschießen. Danke. Ich gehe einfach mal weiter im Fragenkatalog. Herr Huber, in der heutigen Geldordnung wird die Geldmenge indirekt durch den Zentralbankzins und gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel Mindesteinlagen, mehr oder weniger gut geregelt. Die Privatbanken können durch eigene Geldschöpfung und Kreditvergabe zeitnah Kredite der Wirtschaft bedienen. Wie wird dies in der Monetative sichergestellt, wenn die Ausgabe des Geldes durch den Staat erfolgt und die Privatbanken scheinbar keinen direkten Zugang zur Zentralbank mehr haben? Es scheint, dass die Geldmenge durch die Staatsquote bestimmt wird? Ja, das ist natürlich ein Komplex aus mehreren Fragen. Also zunächst mal, ich wiederhole mich jetzt notgedrungenermaßen, ich glaube nicht, dass das, was eingangs dieses Statement gesagt wird, nämlich dass die Geldmenge heute mehr oder weniger ordentlich geregelt wird, ich glaube, das ist nicht der Fall. Das steht in den Schulbüchern, es steht auch in irgendwelchen, wie soll ich sagen, netten Texten der Zentralbanken steht das zum Teil auch noch drin, aber das funktioniert so nicht. Es funktioniert umgekehrt, so wie ich zuvor es in aller Kürze dargestellt habe, dass eben die Geldmenge sich ergibt aus den individuellen Giralgeld-Kreditschöpfungsverhalten der Banken, nicht? Das ist die Wirklichkeit. Jetzt, wie wird in der Monetative sichergestellt? Also, hier wird eine Verbindung hergestellt in der Frage zwischen der Geldmenge und der Staatsquote. Also ich sehe diesen direkten Zusammenhang nicht. Also die Staatsquote bedeutet ja die Gesamtsumme, die gesamten öffentlichen Haushalte ausgeben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das ist also eine statistische Kenngröße, die das Volumen der Staatsausgaben beschreibt. Das ist die Staatsquote. Und die steht nicht mit der Geldmenge in einem direkten Zusammenhang, nicht? Indirekt sicherlich, so, nicht? Aber die Geldmenge, die soll ja im Sinne einer potenzialorientierten Geldmengenausweitung oder Geldschöpfung, die Geldmenge soll sich bestimmen nach dem wirtschaftlichen Wachstumspotenzial, nicht? Und da würde ich noch unterscheiden, eben da gibt es eine realwirtschaftliche Komponente und auch eine finanzwirtschaftliche Komponente. Also die Finanzwirtschaft ist ja nichts Überflüssiges, sondern in der modernen Gesellschaft beruht die Realwirtschaft auf dem Vorlauf durch die Finanzierung. Nicht? Also eine gut funktionierende Finanzwirtschaft ist unabdingbar, lebenszyklisch betrachtet, im Sinne der Lebenstheorien müssen Leute natürlich sparen, um für verschiedene Fälle vorzusorgen. Die Unternehmen müssen Rückstellungen und Rücklagen bilden können, sie müssen Eigenkapital bilden können. Also man braucht natürlich in gewissem Umfang Geldvermögen. Das ist übrigens eine noch offene Forschungsfrage, um die sich die Finanzwirtschaft bisher nicht oder nur am Rande gekümmert hat. Was ist sozusagen der gesunde Umfang einer an die Realwirtschaft rückgekoppelten Finanzwirtschaft? Bei wie viel Prozent Finanzaktiver gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegt das, nicht? Also das arbeitshypothesenmäßig würde ich sagen, aufgrund historischer Vergleiche, das könnte bei 300-400% liegen. Also wenn Sie Finanzaktive haben im Umfang von 300-400% des Bruttoinlandsproduktes, das scheint etwas relativ Stabiles zu sein im historischen Vergleich. Wie weit der trägt, kann ich so nicht sagen, ist eine Hypothese. Während wenn man in Dimensionen kommt, so wie heute, Finanzaktiver in Größenordnungen von 800-1200% des Bruttoinlandsprodukts, da ist etwas schiefgelaufen im Sinne einer überschießenden Geldschöpfung. Nicht? So, die Staatsquote, das ist die Frage, wie viel in einer Nation eben, wie viel sekundär über den Staat ausgegeben wird, nicht? Also im Sinne des Unterschieds von Primär- und Sekundärverteilung. Und das muss auch in Zukunft, auch und gerade in einer Vollgeldzukunft, wird an und für sich ordentliche Haushaltsführung vorausgesetzt bei allen Haushältern, auch bei den öffentlichen Haushältern. Und mit der Seniorage aus der Geldschöpfung
kann man also nicht den Staat finanzieren. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Dazu sind die Staatsquoten viel zu hoch. Sondern das reicht vielleicht, je nachdem, wie hoch das jeweilige Wachstumspotenzial ist, das reicht vielleicht für 2, 3, 4, 5, wenn es hochkommt, 6% des jeweiligen gesamten Staatshaushaltes. Für mehr reicht das nicht. Das ist sehr viel Geld, gerade nach heutigen Begriffen. Ne? Also daran sieht man das schon, dass die Seniorage kann immer nur einen kleinen Teil am Staatshaushalt ausmachen. Für den Rest ist der Staatshaushalt etwas relativ Eigenständiges, muss sich durch Steuern finanzieren, möglichst nicht durch Schuldenaufnahme, was freilich im Zusammenhang mit sehr langfristigen großen Investitionen auch einen gewissen Sinn machen kann, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also das ist, was mir zu diesem Komplex einfällt. Könnte man die Analogie nicht so machen, dass jemand, der vorher gewohnt hat, Raubkopien zu zahlen, der muss jetzt seine Raubkopien kaufen? Und so wie man Software einfach vermehren kann. Das heißt, für die Praxis in den Banken wird ein Vollgeldsystem keinen Unterschied machen, weil sie über die Tender jederzeit das Geld praktisch kaufen könnten, das sie tatsächlich brauchen. Naja, also das ist eine interessante Betrachtung. Ich möchte das nicht so ohne weiteres unterschreiben. Ich denke allerdings auch, nach meinem ganzen Verständnis der Zusammenhänge, dass sich für das Alltagsgeschäft von Kreditbanken tatsächlich weniger ändern würden, als man so auf den ersten Blick vielleicht unterstellen würde oder die Banken selbst unterstellen würden. Was sich freilich ändern sollte, nicht, wenn das System funktioniert und die Akteure sich entsprechend verhalten, insbesondere die Zentralbank als Monetative, es wäre im Unterschied zu heute, Geld wäre nicht so instantmäßig verfügbar. Nicht, sondern in begrenzterem Maße. Also es gäbe eine, von daher auch über die Mengenbegrenzung, eine wirksamere Zinssteuerung. Nicht? Und was das dann bedeutet, also die Banken, gerade die Kreditbanken, müssen in einem Vollgeldsystem alle ihre Aktivitäten 100% finanziert haben. Wie auch immer. Sei es durch Geldaufnahme von ihren Kunden. Nicht? Heute brauchen die Banken ja eigentlich, die Banken nehmen Einlagen im Bereich der Spargelder, Termingelder, nehmen aus ganz anderen Gründen an, als um sich damit zu finanzieren. Zu ihrer Finanzierung brauchen sie das gar nicht. Denn stillgelegte Giralgelder, das nützen den Banken nichts auf der Ausgabenseite. Davon haben sie kein Geld, keine Reserven und kein Bargeld, um etwas auszugeben. Ne? Aber in der Vollgeldordnung sind sie auf diese Einlagen ganz unmittelbar angewiesen. Und das spielt dann eine größere Rolle. Wie viel also Überschüsse dann bei anderen Banken, wie viel der Geldmarkt hergibt, würde man sehen. Und fehlendes Geld, frisches Geld würde dann eben zuführt einmal durch Seniorage, Erstverwendung über den Staat. Das ist aber eigentlich immer die mittel- und längerfristige Perspektive. Wenn es kurzfristig wirklich eine massive Geldverknappung sich abzeichnen würde, dann müsste natürlich die Zentralbank sofort den Banken direkt Zentralbankkredit zur Verfügung stellen, in dem für nötig erachteten Umfang. Insofern ist das alles in allem betrachtet die Möglichkeit, relativ instantmäßig Giralgeldkredit zu erzeugen. Das wäre in der Weise nicht mehr gegeben. Andererseits, im Sinne Ihrer Betrachtung, muss man natürlich auch sagen, dass gerade Großkredite heute, das sind ja auch nicht Schnellkredite, sondern so etwas will ja auch heute geplant sein. Und das wird in der Regel auch auf mehrere Schultern verteilt in einem Konsortium. Und das macht man auch nicht von heute auf morgen. Insofern tendiere ich in der Tat zu Ihrer Überlegung, dass ich für Kreditbanken im Alltagsgeschäft so viel gar nicht verändern würde. Ich würde da gerne noch eine Anmerkung machen. Und zwar, Geld ist immer, wäre auch im Vollgeldsystem immer verfügbar, aber nicht zu jedem Preis. Sondern über den Preis würde dann Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden. Einverstanden. Eine Frage noch, Herr Huber. Sie lassen ja den Zins da so mit drin. Jetzt habe ich die Vorstellung, wenn man den Zins da mit drin lässt in dem ganzen System, dass dann die Geldmenge zwangsläufig im Laufe der Zeit immer stärker ansteigt und sogar exponentiell ansteigt. Wäre es mit Ihrem Vollgeldsystem nicht mehr gegeben, so dass die Geldmenge nicht zwangsläufig exponentiell ansteigen muss? Tja, das ist eine der Fragen, die man so schnell mal stellt und die einen in Wahrheit einen ungeheuren Komplex von wirtschaftswissenschaftlichen Fragen nach sich zieht. Das ist eine sehr relevante Frage. Und um kurz zu bleiben, möchte ich dazu sagen, dass man das sehr genau im Auge haben muss, was ich sage. Es gibt natürlich den Zinseszinseffekt,
Die Frage ist, wie weit er geht. Und ich persönlich teile nicht die heute unter manchen Geldkritikern verbreitete Auffassung, dass die aktuelle Schieflage in der Einkommens- und Vermögensverteilung, dass das durch den Zinseszinseffekt direkt ausgelöst ist, also ein kumulativer Effekt durch den Zinseszinseffekt, obwohl das sicherlich eine Rolle spielt, wenn Sie über 40 bis 60 Jahre sozusagen ungebrochen eine Geldvermögenskumulation gehabt haben. Ich denke, dass dieser immense Auftrieb an Geldvermögen in den zurückliegenden 20, 30 Jahren, dass das eben vor allen Dingen zurückgeht auf die überschießende Chiralgeldschöpfung zu selbstbezüglichen Finanzmarktzwecken, nicht? Also für Aktivitäten des Investmentbanking, für spekulative Anlagen im sogenannten globalen Casino und für diesen ganzen ungeheuren Derivatehandel, der ja zum größten Teil gar keinen realwirtschaftlichen Bezug mehr hat, sondern so eine Art riesige Wettveranstaltung ist. Nicht dafür wurde ein Großteil wurden diese Vermögen erzeugt, die aber alle verzinst werden wollen, für die dann sicherlich kurzfristig auch wiederum bei den Finanzakteuren eben auch wieder Kredite aufgenommen worden sind. Ich glaube, dass man das mehr auf die Art erklären kann. Es beantwortet nicht im Gesamten Ihre Frage. Ich denke, im Rahmen einer Geldordnung alleine würde ich persönlich das nicht regeln wollen, weil man dann zu Mechanismen kommen würde, die ich für problematisch halte in Richtung Schwundgeld und solche Dinge. Ich glaube, das können wir jetzt nicht diskutieren, aber was ich unbedingt loswerden möchte, ich denke, man muss hier einkommens- und vermögenspolitisch stärker intervenieren. Also die Tarifpartner können da ihrer Rolle gar nicht mehr genügend gerecht werden, weil sie nicht mehr genügend viele Haushalte und Personen überhaupt vertreten können. Und ich denke, man muss da im Sinne der Einkommenspolitik, der Vermögensbesteuerung, im Übrigen auch der Erbschaftssteuer, ich denke, da muss man einen Hebel ansetzen, um solche Fehlentwicklungen zu korrigieren. Das war im Übrigen auch einer der Grundgedanken des sogenannten sozialen Ausgleiches, des Kompromisses von Kapital und Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Begründung dieser sogenannten sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise bei der Begründung der damals sogenannten Mixed Economies. Da spielte dieser soziale Ausgleich durch Einkommens- und Vermögensbesteuerung noch eine große Rolle. Das hat man heute völlig aus den Augen verloren. Aber ich glaube, wenn man das nicht macht, kriegt man diese kumulativen Zinseszinseffekte und eben entsprechend eine Verschiebung in der Primärverteilung weg von den Arbeitseinkommen, egal ob abhängig oder selbstständig, eben hin zu den Kapitaleinkünften. Und das ist ab jenseits gewisser Grenzen sicherlich eben auch problematisch. Also ich meine nur eine Dämpfung, wenn man so eine Umverteilung wieder rückgängig macht, indem man Erbschaftssteuer oder sowas macht. Und ich glaube, dass Chiralgeld praktisch deswegen mehr wird, weil dieser Zinseszinseffekt das Chiralgeld sozusagen dazu zwingt, mehr zu werden. Meine Meinung. Aber haben wir verschiedene Meinungen, ist in Ordnung. Naja, das ist eine komplizierte Sache. Also ich finde ja, das hat einen Punkt. Ich nehme diese Zinsproblematik sehr ernst tatsächlich. Es ist nur so, erstens, ich sehe auf absehbare Zeit, mir ist kein Mechanismus bekannt, von dem ich denken würde, dass er den Zinslenkungsmechanismus an den Geld- und Kapitalmärkten effektiv und effizient zu ersetzen vermöchte. Das ist die erste Feststellung. Also nach dem Motto, es ist ein statisches System, das wir haben mit dem Zinseszins, aber ich weiß kein anderes, das besser funktioniert. Alternative Systeme, das ist eben einmal nach Silvio Gesell, dieses Schwundgeldprinzip, beziehungsweise wie man es heute auch nennt, mit der Laufsicherung, dass man praktisch auf Geldvermögen keine Verzinsung mehr haben würde. Aber ich frage mich, wie dann praktisch die ganzen Geld- und Kapitalmärkte funktionieren. Also ich würde dann vermuten, dass das sehr stark eine Lenkung durch staatliche Gremien und Bürokratie hineinkommt, was ich persönlich überhaupt nicht befürworten würde. Dann gibt es diese ganze Richtung des Islamic Banking, mit der ich mich auch etwas befasst habe, um zu sehen, ob das stimmt, dass es dort keine Verzinsung gibt. Und meines Erachtens ist das eine semantische Frage, ist eine Frage der Interpretation. Es gibt dort auf alle Fälle die Erzielung eines Mehrwertes. Man setzt, auch dort wird ein Kapital eingesetzt und man möchte eben ein entsprechend höheres Kapital zurückbekommen. Und aus meiner Sicht, ob man das als Zins interpretiert oder eben als Beteiligung am Unternehmergewinn oder wie auch immer,
Das halte ich für eine semantische Frage, ehrlich gesagt. Und ja, es ist und bleibt ein Problem. Ja gut, also ich finde es halt schlecht, wenn leistungsloses Geld zur Verfügung steht, also erzeugt wird Geld aus Geld. Und ich will Ihren Vortrag nicht, bitte. Dann lassen Sie uns ruhig noch ein paar Worte darauf verwenden, weil es ist eine außerordentlich wichtige Frage. Und wenn Sie sagen, Zinseinkünfte sind leistungsloses Einkommen, dann, tja, ich finde, das muss man relativieren. Ne? Also man muss erstens rein politisch aufpassen, dass das Ganze nicht einen Zungenschlag annimmt, nicht nach unzähligen Andenkens, Stichwort Zinsknechtschaft und das schaffende und das raffende Kapital und solche Dinge. Da finde ich, muss man sich schon rein politisch fürchterlich hüten, dass man nicht da praktisch in dieses Fahrwasser trifft. Nicht? Darüber hinaus bitte ich zu bedenken, was ich vorhin schon andeutete, die Finanzwirtschaft in einer modernen Gesellschaft ist unabdingbar notwendig und hat ein unabweisbares Existenzrecht. Die moderne Realwirtschaft würde nicht funktionieren, hat auch in der ganzen Neuzeit nicht funktioniert, ohne einen Vorlauf von Finanzwirtschaft. Nicht? Die Dinge müssen finanziert werden, dazu muss Kapital mobilisiert werden, dazu braucht es eben entsprechende Einrichtungen, wie eben die Geld- und Finanzinstitute. Die leisten einen sehr wertvollen Dienst. Und nun stellt sich die Frage, das, was heute pauschal über den Zins, über die Märkte verhandelt wird, was in den Verträgen enthalten ist, welche Anteile beinhaltet das nicht? Wie viel ist da sozusagen Risikoversicherung, Risikoaufschlag? Wie viel davon ist vielleicht erwartete Inflation? Wie viel ist tatsächlich berechtigt im Sinne der Entgeltung der Leistung, die die Geld- und Finanzinstitute tatsächlich erbringen? Das sind zwar nicht produktive Leistungen im Sinne einer, wie soll ich sagen, also wenn irgendwo materielle Güter produziert werden, aber Geld hat natürlich eine immense transaktive Funktion. Ohne Geld würde nichts funktionieren. Also das ist eine unabdingbare Dienstleistung, die natürlich ihr Geld wert ist. Wie viel Geld ist sie wert? Und wie viel darüber hinaus ist dann sozusagen noch ein Zins, von dem man sagen kann, er sei vielleicht leistungslos oder unverdient. Also da, tja, ich meine, die Frage mit einem leistungslosen Zins, das stellt sich vielleicht auch anders aus Sicht, sagen wir mal, von privaten Sparern oder so, nicht, die also praktisch aus ihrem Einkommen Geld abzweigen im Sinne ihrer Lebenszyklusplanung. Also was für eine Leistung erbringen die, wenn sie dieses Geld hergeben? Nicht? Aber auch da muss ich natürlich zurückkommen. Auch die gehen ja irgendwie ein Risiko ein, gleichsam ein unternehmerisches Risiko, indem sie sich an der Kofinanzierung von etwas indirekt beteiligen. Also ich würde das nicht generell leistungsloses Einkommen nennen. Und diese analytische Aufteilung, die hängt ja auch zusammen mit der Frage, ein wie hoher Anteil an finanzwirtschaftlichen Umsätzen gemessen am BIP ist sozusagen gesund und gerechtfertigt und wo werden kritische Grenzen überschritten. Und das stellt sich da auch. Übrigens, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist natürlich die Frage des Wirtschaftswachstums. Ein Teil der Umverteilung durch Zinseszins wird natürlich einfach, wie soll ich sagen, relativiert und nicht zu sagen neutralisiert durch entsprechendes Wachstum. Also muss man die Zinsraten mit den Wachstumsraten vergleichen und dann kann man schon ungefähr sehr pauschal abschätzen, wie weit das kompensiert oder nicht kompensiert wird. Alle diese Aspekte sind, glaube ich, in einer realistischen Beurteilung, Bewertung des Zinsproblems zu berücksichtigen. Aber ich dann möchte wiederholen, auch in Ihrem Sinne, letzten Endes ist das ein ungelöstes Problem, eine offene Frage. An der Stelle darf ich vielleicht mal kurz einhaken beim Punkt Sparerrisiko. Natürlich der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit tritt hier sehr deutlich in den Vordergrund und man sollte das überhaupt nicht unbedingt klinisch steril formulieren. Aktuell ist die Situation ja folgende. Die EZB verlangt vom irischen Steuerzahler für die ungarantierten Bonds an der Anglo-Irish Bank aufzukommen und das an Rothschild und Kompanie auszuzahlen, die das wahrscheinlich zum halben Preis erstanden hatten. Und das ist ja im Moment der Sparer, dass kleine oder sagen wir mal mittlere Einlagen wie bei MF Global verloren gehen, während Rothschild und Kompanie
immer noch den Steuerzahler haben, der dann gezwungen wird, ihm sein Sparerrisiko abzunehmen. So sieht es ja im Moment aus im Kapitalismus. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das habe ich nicht zu ergänzen. Nochmal eine Nachfrage. Also Sie sagten vorhin, eine Umlaufgebühr oder so würde unglaubliche staatliche Bürokratie hervorbringen. Das ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar. Das wäre überhaupt gar kein Problem, das zu installieren. Und eine Umlaufsicherung würde natürlich entsprechend die Zinssätze senken, und zwar in genau der gleichen Größenordnung. Das ist das eine. Und das zweite ist, das Problem Zinses sind meines Erachtens gar nicht die Einkünfte von denjenigen, die Geldanlagen halten, sondern sind vielmehr, dass die Kreditzinsen die Höhe der Einkommen aus Sachkapital definieren. Also in dem Moment, wo ich einen unverzinsten Kredit aufnehme als Unternehmer, hätte derjenige, der Eigenkapital hat, überhaupt keine Grundlage mehr, eine Eigenkapitalrendite zu erwarten oder zu fordern. Und das würde in der Tat bei der gesamten gesellschaftlichen Aufspaltungsproblematik, die ziemlich massiv ist, meines Erachtens in den letzten Jahren, sozusagen den Stöpsel rausziehen. Naja, ich kenne diese Überlegungen. Aber ich sehe nach wie vor nicht den Allokationsmechanismus, wie in einem zinslosen System, also in einem, wie Gesell es nannte, ein Schwundgeldsystem, nicht? Wie in einem solchen System, wo also praktisch die volle Liquidität von einem Schwundfaktor betroffen ist und zurückgelegtes Geld, das als Kapital verfügbar ist, davon nicht betroffen ist. Aber es gibt darauf oder soll darauf nach heutigen Theoretikern einen Zins geben. Soviel ich weiß, hat Gesell die Frage ja offen gelassen oder relativ offen gelassen. Soviel ich von Gesell selber habe lesen können in diesem Buch Freigeld. Der Zinstheoretiker dahinter war ja wohl mehr Proudhon, Gesell selbst eigentlich nicht so sehr. Das waren mehr die nachfolgenden Gesellianer. Aber ich sehe nicht diesen Allokationsmechanismus. Und meine Überlegung ist einfach, ja, wer entscheidet dann, wo wie viel Geld hinfließt, nicht? Und wie erfolgt das? Und das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, weshalb ich skeptisch bin. Ich meine, das könnte ja auch so ganz im Sinne der ursprünglichen Ideen der Volks- und Raiffeisenbanken, nicht? Da ist das eben so, naja, da unterscheiden das die Honorationklüngeln, die da in den Vorständen und Beiräten und so weiter sitzen, nicht? Also, das da ist dann auf lokaler Ebene, bloß wie funktioniert das auf überregionaler Ebene und auf internationaler Ebene? Und da würde sich doch gar nichts dran verändern an diesen ganzen Mechanismen. Ja, jetzt wird das durch einen Zins geregelt, aber in einem Schwundgeldsystem sollte es ja keinen Zins geben. Das ist ja nicht richtig. Es würde eine Gebühr auf Liquidität erhoben und in Boomphasen würde unter Umständen ein Zins, der erzielbar ist, höher liegen und in Rezessionsphasen niedriger. Aber das würde ganz genau wie jetzt nach den Marktsystematiken ablaufen. Die einzige Differenzierung wäre, man erhebt auf Liquiditätskonten eine gewisse Gebühr. Sonst braucht man gar nichts machen. Das halte ich dann für überflüssig, weil in modernen Systemen wird Geld ja nicht gehortet. Das ist ja eine Denkfigur aus traditionalen Zeiten, noch bis in die zurückliegende Neuzeit hinein. Also das ist eine Präokkupation der Metallgeldzeit, wo das Geld wirklich begrenzt war und Geld eben nicht nur als Zahlungsmittel diente, sondern auch als Wertaufbewahrungsmittel und die Leute das unterm Heu vergraben haben und eben gehortet haben und damit dem Gemeinwohl geschadet haben. Aber in der modernen Wirtschaft, wenn wir sozusagen eine, keynesianisch gesprochen, wenn die Liquiditätspräferenz so hoch ist, dass die Leute aus welchen Gründen auch immer in ihren Augen in Anführungsstrichen zu viel Geld auf dem Konto haben, anstatt es gleich auszugeben, dann kann man einfach natürlich die Geldmenge erhöhen in Anbetracht einer stabilen Zirkulationsgeschwindigkeit. Das ist unter Bedingungen freischöpfbaren Geldes überhaupt kein Problem. Gesell hat das zu seiner Zeit nicht erkannt. Er hat die Möglichkeit des Freigeldes erkannt, also eines nicht mehr an Gold gebundenen Geldes. Aber er hatte diese, verzeihen Sie, aus meiner Sicht fixe Idee, dass Geld diesen Nachteil hat gegenüber dem Fisch und der Zeitung, verderben über den Tag und das Geld verdirbt nicht. Und deswegen kann der Geldbesitzer dem Warenbesitzer ein Schnippchen schlagen. Das halte ich für eine fixe Idee. Es ist auch kein Thema, weil die Geldmenge kann der Zirkulationsgeschwindigkeit gemäß ausgeweitet werden. Deshalb ist es gegenstandslos meines Erachtens. Es ist einfach eine Lieblingsidee der Gesellianer.
Was halten Sie denn von der Idee, dass die Finanzwirtschaft ja im Endeffekt Ineffizienzen in den Märkten ausgleicht, dadurch, dass halt im Prinzip die Konsumenten alle halt nicht das Produkt schon kaufen können, bevor es produziert wurde? Was denken Sie denn dazu, dass wenn beispielsweise hypereffiziente Märkte in Zukunft durch entsprechende Technologien möglich wären, dass man dann vielleicht auf diesen Allokationsmechanismus verzichten könnte? Die Idee ist, dass man ja, wenn ich ein Produkt herstellen möchte, dann gehe ich ja zur Bank, damit die mir das vorfinanzieren, dass ich das produzieren kann und vertreiben kann und auch entsprechendes Marketing dafür machen kann. Dafür brauche ich ja zum Beispiel als Unternehmer die Finanzwirtschaft. Wenn ich jetzt aber beispielsweise in der Lage wäre, mit relativ geringen Kosten bereits vor der Produktion alle potenziellen Käufer zu erreichen, mit denen Verträge abzuschließen, dann bräuchte ich ja im Prinzip, wenn ich beispielsweise einfach ein Kreditkartenpledge von denen hätte, bräuchte ich an der Stelle ja keinen Bankkredit mehr. Das würde ja die Bedeutung der Finanzwirtschaft entsprechend senken. Das sind sehr interessante Ideen. Also ich glaube, das ist möglicherweise eine Komponente künftiger Finanzwirtschaft. Auch das ist ja Finanzwirtschaft. Es wird etwas vorfinanziert. Das fällt in diesen ganzen Bereich, also neuer Banking-Methoden, nicht? Das sind Bankinnovationen, die es ja in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten auch schon gegeben hat, dass man gerade auch mit Hilfe moderner Kommunikations- und Verrechnungstechnologien, dass man eben auch in neuer Art gläubiger Schuldnergemeinschaften schaffen kann. Also das, was der Mikrokredit auf kleiner Ebene gemacht hat, was früher ja auch mal die Idee der Volks- und Raiffeisenbanken, der Gegenseitigkeitsbanken und Versicherungen im Anarchosyndikalismus gewesen ist, nicht, oder der Bausparkassen und ähnlicher Sachen, so kann man heute in ihrem Sinne tatsächlich ganz neue Konstellationen, die Organisation neuer Konstellationen zwischen denen, die Geld übrig haben und bereit sind, es auszuleihen, und denen, die Geld benötigen, kann man sich vorstellen. Nicht? Wir hatten da früher in West-Berlin vor 30 Jahren das Netzwerk Selbsthilfe, so ein Vorläufer von grün-rotem Banking, nicht? Da haben wir auch solche Gemeinschaften organisiert, nicht? Und also auch so Vorstellungen entwickelt, dass eben die Sparer und Geldanleger sollen die Möglichkeit eben haben, mit ihrer Geldanlage den Wunsch zu verbinden, wofür das Geld ausgegeben werden soll und wofür nicht. Und all solche Dinge. Das könnte ich mir im zukünftigen Bankensystem ohne weiteres und auch auf sehr großer Stufenleiter vorstellen. Kurze Anmerkung, wir wissen von Occupy Wall Street, dass diese Begünstigungen für solche sozusagen Raiffeisenbanksysteme massiv bekämpft werden, ganz konkret durch Goldman Sachs in New York. Und sozusagen, solange Goldman Sachs da ist, werden jegliche anderen Ansätze, die sozusagen bürgerfreundlicher sind, massiv bekämpft. Das ist ein übelstes politisches Geschäft, das dort im Hintergrund abläuft. Das nur als Anmerkung zur aktuellen Realität, über die man bei Occupy Wall Street auch nachlesen kann. Ich persönlich weiß darüber nichts, aber es würde mich nicht überraschen. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf die ungelöste Frage von Ihnen, Herr Huber, mit der Zinsproblematik. Sie haben ja vorhin die vier Komponenten des Zinses wunderbar benannt, also Inflationsausgleich, Gebühr für die tatsächlich erbrachte Leistung der Bank, Risikoausfallversicherung und dann als letztes eben, und das ist das eigentlich Ungeklärte, die Frage, warum muss der Sparer dafür belohnt werden, dass er sein Geld zur Verfügung stellt? Wieso braucht er dafür eine Belohnung? Sie haben gesagt, es wäre dadurch gerechtfertigt, dass der Sparer ja ein Risiko eingeht, wenn er sein Geld verleiht. Das Risiko geht er ja aber gar nicht ein, weil das im Zinssatz durch die Risikoausfallbürgschaft schon enthalten ist. Wir haben uns mal in unserer Regiogeld-Initiative darüber unterhalten und da sind wir darauf gekommen, warum spaltet man denn das dann nicht ab und sagt ja, okay, es gibt halt die tatsächliche Gebühr für die Bank, das ist ja überhaupt kein Thema, das zahlt man, das ist eine Dienstleistung und es gibt Inflation, dazu taucht dann die Frage auf, in Ihrem Vollgeldsystem, wie schaut es da mit Inflation aus? Und wir haben festgestellt, wenn der Sparer Geld geben will, dann soll das halt versichert werden und zwar nicht von der Bank über diesen
Zinssatz, in dem da alles hineingeworfen wurde, sondern über eine Versicherung. Warum kann man denn diese Komponente nicht auslagern auf die Versicherungsebene? Und der Sparer ist dann halt versichert und das wird über die Versicherung abgedeckt und eine Versicherung kümmert sich darum, wie hoch jetzt der Prozentsatz ist, den man für ein gegebenes Geld, das man sich gespart hat, bekommen kann, beziehungsweise derjenige, der sich's leiht, wie hoch muss der das versichern? Das wäre dann eigentlich Versicherungsangelegenheit und nicht Bankenangelegenheit. Ja, ich finde das eine interessante Idee. Es ist ja zu beobachten gewesen, dass der Finanzsektor selbst solche Versicherungen, Credit Default Swaps, geschaffen hat. Also praktisch derivative Papiere, um solche Risiken abzusichern. Das ist allerdings erstmal gründlich schiefgelaufen, aber diese Idee ist an und für sich einleuchtend. Deswegen hat man im Übrigen ja auch diese Absicherungsfonds geschaffen. Die Frage ist schon sehr berechtigt. Also warum glaube ich als Sparer, dass ich einen Anspruch auf Zinsen hätte? Also ich möchte mich selbst nicht in die Rolle desjenigen begeben, der nun diese Begründungen da nun vertritt, weil ich bin von vielen dieser Begründungen selbst nicht sonderlich überzeugt. Aber woran ich andererseits auch denken muss, ist das von mir schon wiederholt erwähnte Allokationsproblem. Gerade in einem Vollgeldsystem, noch mehr als heute, müssen gerade in der breiten Masse der Bevölkerung Sparer ihre Ersparnisse zur Verfügung stellen. Und wie machen sie das? Unter welchen Bedingungen nicht? Und da haben wir die zum einen als Orientierungspunkt Liquiditätspräferenztheorie nach Keynes. Und eben andererseits den Anreiz, da eben was dafür zu kriegen. Und also wenn das Zinsstruktur ordentlich aufgebaut ist und funktioniert, dann gibt es eben für höhere Risiken eben etwas mehr Geld und für geringere Risiken etwas weniger Geld. Gut, da können Sie wieder mit Ihrer Versicherungsidee drauf antworten. Ja, ich bin durchaus dafür offen, da mehr drüber nachzudenken. Aber worauf es ankommt, ist die Allokationsfrage, die muss gut beantwortet sein. Das ist sehr wichtig und zwar eben auf der lokalen wie auch bis auf die globale Ebene. Das ist sozusagen ein Prüfstein und wenn der jeweilige Ansatz darauf eine Antwort hat, dann bin ich dafür offen. Ja, ich denke an der Stelle kretsche ich mal kurz rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diese Thematik am 8. Mai mit Raimund Brichter auch nochmal vertiefen. Oder vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt. Also diese Frage, wie man da verfährt, welche Ideen da vielleicht zum Zuge kommen, der sollten wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer zuwenden. Deswegen würde ich jetzt gerne weitermachen und stelle die nächste Frage, die auch mit dieser Verteilung im Umlauf des Geldes zu tun hat. Herr Huber, im Vollgeldsystem, wie in der Initiative Monetative beschrieben, wird originär durch die Zentralbank kein Zins verlangt. Wie wird nach der Inverkehrbringung des Vollgeldes durch Staatsausgaben der Umlauf des Geldes sichergestellt? Ja, die Sache haben wir eigentlich schon besprochen in den zurückliegenden Fragen. Also insoweit das als originäre Seigniorage an den Staat geht, ist die Feststellung richtig. Insoweit es weiterhin als Zentralbank Kredit an Banken in Umlauf käme, wäre von vornherein der Zins im Spiel. Und nach der Erstverwendung durch den Staat, dann würde eben nach unserer bisherigen Vorstellung, würden die eingespielten Zinsmechanismen an den Geld- und Kapitalmärkten wirken, nicht im Sinne der eben besprochenen Einlagezinsen und die Geldmarktzinsen in ihrer Bandbreite und die Kapitalmarktzinsen für verschiedene Formen, Kapitalgütern und ähnlichen Dingen. Nicht? Das ist unsere bisherige Vorstellung. Und dann kann man wieder die Frage stellen, ja, ist es unbedingt notwendig, dass es diesen Zins gibt? Gäbe es nicht andere Allokationsmechanismen? Soweit waren wir gerade. Ja, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo Axel Grimm, der heute leider nicht da ist, uns gebeten hat, zwei Fragen an den Herrn Huber zu stellen. Axel Grimm fragt, ist eine Geldschöpfung indirekt durch die Wirtschaftsteilnehmer noch möglich? Seine Erläuterung. Bevor das Giralgeldsystem sich voll ausentwickelt hat, waren Wechsel eine Möglichkeit, die Wirtschaftsteilnehmern ermöglicht hat, Geld zu erzeugen. Der Wechsel ist nach Ausstellung quergeschrieben worden und dann über eine Bank bei der Notenbank eingereicht worden. Die Notenbank hat den Wechselbetrag als zusätzliches Geld in den Umlauf gebracht. Mit der Wechseleinlösung ist das Geld wieder eingezogen worden.
Ist dieses Grundprinzip im Vollgeldsystem noch vorgesehen oder ist eine Geldbeschaffung ausschließlich durch vorgelagertes Sparen möglich? Okay, sind auch mehrere Fragen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir davon eigentlich auch das meiste schon behandelt. Also einmal eine Geldschöpfung im eigentlichen Sinn des Wortes, das heißt die Schöpfung eines Umlaufmittels, womöglich, also das ist in einem Vollgeldsystem den Unternehmen an und für sich nicht möglich, aber was den Unternehmen weiterhin ist de facto eine Krediteinräumung im Sinne von, also so wie man heute Lieferantenkredit hat oder ein Swing, nicht? Man räumt sich gegenseitig Swing ein in einer Geschäftsbeziehung und Wechsel sind natürlich möglich oder auch so etwas bringt mich auf die Idee, die Bernard Lyotard, Margaret Kennedy gerne immer wieder zitieren, dass Tauschringe, also über die alternative Szene hinaus, ja auch in der Wirtschaft der mittleren Unternehmen, aber auch in der internationalen Wirtschaft zur Kompensationsgeschäfte, nicht? Dass das ja auch eine Möglichkeit ist, dass das auch eine sozusagen Krediteinräumung, eine vorübergehende gegenseitige Krediteinräumung beinhaltet, dass es bedeutet, dass Unternehmenszusammenschlüsse, Organisationen so etwas wie ein Clearing-System führen, nicht? Nur, dass eben die jeweiligen Kontostände auf diesen Clearing-Systemen, das ist kein Geld, nicht? Das ist normalerweise nicht an Dritte übertragbar, es ist nicht diskontierbar, es wird in der Regel auch nicht verzinst. Das heißt, ich habe schon mal gehört, es gibt eine Organisation, da wird es auch verzinst, je nachdem. Also da ist manches denkbar, nur Geld im Sinne eines Umlaufmittels, das können Unternehmen eigentlich nicht schöpfen, das sollen sie auch heute nicht. Also im Sinne der heutigen Lehre gibt es ja ein Bankenmonopol und Unternehmen sind eigentlich, da sie nicht bei der Zentralbank zur Refinanzierung zugelassen sind, können eigentlich auch nicht Giralgeld schöpfen. Nicht? Ansonsten kann man die Frage so beantworten, ja, Wechsel, warum nicht? Soweit es noch Zentralbankkredit geben würde, wahrscheinlich auch bestehende Wechsel weiterhin zugelassen, nicht diese sogenannten notenbankfähigen Wertpapiere, bestimmte Wechsel, warum nicht, nehme ich an, dass dem so wäre. Die Geldbeschaffung ansonsten in der Tat zunächst einmal, das haben wir schon besprochen, durch Einlagen bei den Banken in der Breite des Publikums, aber auch über den Geldmarkt, nicht durch andere Geld- und Finanzinstitute, die momentan kurzfristig Geld übrig haben und es einer monetären Einrichtung leihen, die gerade einen Geldbedarf hat. Und ansonsten eben der mittel- und längerfristige, die Frischzufuhr von Geld eben über Seniorage und kurzfristig eben vielleicht über Zentralbankkredit. Das sind die Quellen, über die ausreichend eben die Wirtschaft, Realwirtschaft und Finanzwirtschaft mit Geld versorgt werden können. Eine kurze Illustration mal eben dieses Wort des Bankenmonopol. In der Praxis sieht es im aktuellen Kapitalismus nämlich so aus, dass im Fall der MF Global Bank 6 Monate nachdem das Primary Dealership Privileg, also das ist das höchste Privileg, Bankenprivileg im US-Kapitalismus verliehen wurde, 6 Monate nach der Prüfung, ob MF Global eine solide Bank werden kann, ist es in die Pleite geknallt. Also so viel zum Thema Bankenmonopol, solide Finanzinstitute. Ja. Da kann man das MF Global Bank heranziehen als Beispiel von einem Politiker John Core sein. Du, nach meinem Empfinden missbrauchst du gerade deine Moderatorenrolle. Ich würde dich bitten, das zu unterlassen. Ich habe die Frage im Zusammenhang mit der Frage, die vorher kam. Und zwar, Geldmärkte verwischen ja die Grenzen zwischen den einzelnen Geldmengenaggregate, Zentralbankgeld, Bankkredite, verbriefte Forderungen bis Derivate. Die Zentralgeldmenge beträgt ja nur ungefähr 1% der gesamten, diesem größten Geldmengenaggregat. Und meine Frage ist jetzt, wie soll mit der Idee des Vollgeldes die Geldschöpfung außerhalb des Vollgeldes kontrolliert werden? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es keine Kontrolle. Da haben wir uns vielleicht gründlich missverstanden. Also in einem Vollgeldsystem soll es eine buchstäblich 100% Kontrolle der Geldmenge durch die Zentralbank geben. Also ein Vollgeldsystem ist kein Reservesystem mehr. Es gibt also keinen getrennten Interbankenkreislauf und Publikumskreislauf. Die werden nicht mehr getrennt.
sondern es wäre ein integrierter Kreislauf mit einer integrierten Geldmenge, bei dem das Tiefe der Zentralbank das einzige gesetzliche Zahlungsmittel in Umlauf ist. Mir ist schon klar, dass Sie quasi die Zentralbankgeldmenge kontrollieren wollen. Wenn ich aber auf einem Markt eine verbriefte Forderung jederzeit in Zentralbankgeld umwandeln kann, dann hat praktisch eine verbriefte Forderung den gleichen Gebrauchswert wie Zentralbankgeld. Und das ist ja praktisch der Grund, warum es M1, M2, M3 und so weiter gibt. Und nach meinem Dafürhalten, der heutige moderne Geldbegriff sind diese Financial Instruments. Das heißt, das ist die Entwicklungsstufe, die heute das Geld hat. Und ich befürchte, wenn nur die Zentralbankgeldmenge kontrolliert wird, dann werden wieder die 99% nicht kontrolliert. Da müssen wir mehr in konkrete, in praktische Fälle müssten wir hier hineingehen. Also wenn ich jetzt höre, verbriefte Forderung, dann dachte ich jetzt spontan zunächst mal an eine verbriefte Forderung an eine Bank, indem ich mir bei der Bank einen Schatzbrief oder einen Sparbrief gekauft habe, in einem Vollgeldsystem. Also heute möglicherweise oder sehr wahrscheinlich, wenn ich Kunde bei der Bank bin, habe ich nur eigenes Chiralgeld stillgelegt oder ich habe aus einer Spareinlage dann so eine andere Einlage gemacht. In einem Vollgeldsystem müsste ich dafür mein Vollgeld der Bank überweisen und zur Verfügung stellen. Nicht? Also ich kann die Bank beauftragen, das in meinem Namen zu tun, aber es würde tatsächlich Geld fließen und das wäre Bestandteil dieser integrierten Geldmenge M. Ob sich Praktiken entwickeln, dass praktisch durch Briefe wie immer man das nennt, neue Arten von Schuldverschreibungen entstehen, die also Geldforderungen auf der anderen Seite beinhalten, aktivisch betrachtet, und die als Zahlungsmittel dann benutzt würden und zu zirkulieren begännen, das muss man im Auge behalten. Das ist natürlich prinzipiell nicht auszuschließen, aber das wäre dann eben zu untersuchen, in welchem Ausmaße das benutzt wird, nicht? Wenn das Ausmaße erreicht, die das Monopol gesetzlicher Zahlungsmittel in Frage stellen würden, dann müsste man da wahrscheinlich intervenieren. Aber da finde ich es sehr, sehr unkonkret aus heutiger Sicht für mich. Herr Huber, Ihr Kollege Mastronardi hat ja den Vorschlag gemacht, die Wirtschaftsfreiheit der Geschäftsbanken hier zu beschränken, um Umgehungsmaßnahmen, und als solch interpretiere ich das, was Arne eben gesagt hat, zu verhindern. Ja, also nun bin ich zu wenig Staatsrechtler wie Mastronardi, um zu beurteilen, ob ich wäre. Ich vermute mal, dass es möglich wäre. Ich persönlich bin mit Regulierungen und Verboten und so weiter. Meine Grundhaltung ist, dass ich damit sehr sparsam bin, wenn es geht. Und dass es eigentlich nicht darauf ankommt, viel zu regulieren, sondern ordnungspolitisch an gewissen wichtigen Stellschrauben etwas zu drehen und den Rest aber wirklich der Freiheit der Akteure zu überlassen. Deswegen neige ich weiß, dass Mastronardi dazu neigt, da von vornherein, soll ich sagen, alle Schotten dicht zu machen. Ich würde sagen, man sollte auch da in einen Lernprozess eintreten und gucken, wie sich das entwickelt, nicht? Ob sich sozusagen neue Geldsurrogate entwickeln oder nicht. Sowas geschieht ja nicht von heute auf morgen. Ich möchte Sie gern richtig verstehen, Herr Professor Huber. Sie sagen, im Grunde die Geldschöpfung, die Banken, ist durch Gesetze im Moment nicht kontrolliert. Die Zentralbank beschäftigt sich nur mit der Ausgabe des Bargelds und was sie für weitere Aufgaben hat. Und darüber hinaus gibt es eben diese Geldschöpfung durch Banken und die unterliegt keiner wirklichen Gesetzgebung. Und ich frage mich jetzt gerade, die bisherige Aufbau dieses Staates, wo Sie sagen, wir brauchen eine vierte Säule, nämlich die Monetative. Wie ist die denn dann eingebettet in so ein Staatssystem, wo es einen Gesetzgeber gibt und halt die Judikative und die Polizei, die halt drüber wacht, dass die Gesetze auch eingehalten werden? Wer kontrolliert denn die Zentralbank oder wie ist diese von Ihnen erdachte Zentralbank in der Zukunft, wenn sie so wäre, eingebettet in dieses System dieser gegenseitigen Abhängigkeit? Können Sie mir das erklären, bitte? Also zur ersten Orientierung kann man eine Analogie zum Rechtswesen ziehen. Also die Unabhängigkeit der Justiz und die Unabhängigkeit der Gerichte.
inwiefern besteht da eine Unabhängigkeit? Also die heutigen Zentralbanken, gerade in Europa, sind ja schon sehr historisch, sehr stark, haben sich entwickelt in Richtung einer Monetative. Nur, dass sie eben überhaupt keine Geldmengenkontrolle mehr haben. Aber wenn sie die hätten, dann wären die eigentlich schon sehr weitgehend diese Monetative, die wir anstreben, denn sie sind unabhängig gestellt. Das Personal, die Leitungsgremien in der Zentralbank fassen ihre Beschlüsse unabhängig und diskretionär, aber wie die Gerichte auf Grundlage der Gesetze. Nicht? Also wir haben sehr ausführliche Regelwerk von Bankengesetzen, sehr ausdifferenziert. Und jetzt kommen allerdings national sehr unterschiedliche Traditionen ins Spiel. Also zum Beispiel Frankreich und auch in Großbritannien gehen die Gesetze im Hinblick auf die unabhängige Zentralbank geben mehr vor als zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da gibt es unterschiedliche Traditionen. Amerika hat wieder eine ganz andere Tradition. Die Amerikaner sind sich nicht mal schlüssig, ob sie überhaupt eine Zentralbank benötigen. Nicht so etwas wie eine Monetative. Also da muss man dann auch, das ist etwas, was man selbst sozusagen als Policymaker, wenn man einen konzeptionellen Ansatz entwickelt, das kann man nicht zu sehr im Detail vorbereiten, weil es hier völlig unterschiedliche Traditionen auch gibt. Aber es läuft darauf hinaus, diese Einrichtung muss die staatliche Prärogative des Geldregals, das muss diese Einrichtung ausüben und damit die volle Kontrolle über die gesetzlichen Zahlungsmittel haben. Diese Einrichtung muss unabhängig sein, was heißen soll, sie darf keine Weisungen entgegennehmen, weder von der Regierung noch vom Parlament. Das Parlament muss Gesetze machen, aber es kann nicht per Ad-hoc-Beschluss irgendetwas anweisen. Nicht? So, diese Einrichtung muss auch unabhängig sein, anders als heute in vielen Teilen der Welt, eben von den Partikularinteressen der Geld- und Finanzinstitute selbst. Also das ist sozusagen die Grundstellung. Eine Frage, die gern gestellt wird, ist, wie kommen die Leute in ihr Amt? Und da würde ich mich auch zunächst wieder in erster Annäherung orientieren, wie handhabt man das mit dem Rechtswesen. So. Da müssen ja auch die Richter vom Finanzministerium bestellt werden. Um irgendeinen Verbindungsmechanismus wird man nicht drum herumkommen. Die Zentralbank darf natürlich, die Monetative darf auch nicht unabhängig in dem Sinne sein, dass sie, wie soll ich sagen, also ihre eigene neue Majestas wird, jenseits aller Rechenschaftspflicht, sondern auf gesetzlicher Grundlage. Und welche geldpolitischen Ziele gesetzlich vorgegeben sind und welche der diskretionären Ermessen dieser unabhängigen Gremien anheimgestellt, das ist eben je nach nationaler Tradition sehr verschieden. Und worauf es gesetzlich heute vor allem ankäme, das ist, man muss eben einmal in den europäischen Gesetzen verschiedene Artikel im Lissabon-Vertrag müssen geändert werden, eben über das Banknotenmonopol. Das muss ergänzt werden zu einem generellen Monopol auf gesetzliche Zahlungsmittel, in dem Sinne, dass es auch unbares Geld und Geld auf mobilen Geldspeichern beinhaltet. Übrigens eine sehr wichtige Sache heute, die in der Öffentlichkeit gar nicht gesehen wird zu dem Thema. Es gibt im Lissabon-Vertrag den Artikel 123.1. Und dieser Artikel verbietet den Zentralbanken und der EZB ausdrücklich, zur Finanzierung öffentlich-rechtlicher Einrichtungen beizutragen. Im Absatz 2 wird das für Staatsbanken zwar nicht verboten, aber der Zentralbank ist das verboten. Die Zentralbank darf nicht mehr Bank des Staates sein. Nicht? Und an und für sich ist das ein Ermächtigungsgesetz für die Banken. Und ich kenne keinen vergleichbaren Fall, wo ein Staat oder eine Staatengemeinschaft sich eines hergebrachten, hochrangigen Souveränitätsrechtes begeben hätte, nicht einfach so aufgegeben hätte. Das ist also wie, als würde der Staat sein Gewaltmonopol bei irgendwelchen obskuren Privatmilizen abgeben und das Gesetzgebungsmonopol, ich weiß nicht wem, überlassen und nicht einem demokratisch gewählten Parlament. Nicht? Und in der Feudalzeit das Steuermonopol an irgendwelche korrupten Eliten überantworten. Nicht? Und so hat der Staat sich die Prärogative, also wirklich eine Prärogative von Verfassungsrang, das Geldregal, hat er also praktisch durch diesen Artikel 123.1 des Lissabon-Vertrages praktisch den Banken überantwortet.
Das muss, glaube ich, korrigiert werden. Nicht? Das, was die Zentralbanken machen sollen und machen dürfen gegenüber den Banken, das sollen und müssen sie im Rahmen der gesetzlichen Grenzen, sollen sie auch tun dürfen gegenüber öffentlich-rechtlichen Einrichtungen. Und dann muss natürlich im Hinblick auf die Beendigung der Chiralgeldschöpfung müssen gewisse Details geändert werden, auch wieder in verschiedenen EG-Richtlinien, zum Beispiel zu Finanzdienstleistungen, zur Bilanzierung, zu Zahlungsdiensten, zu elektronischem Geld und so Dinge und ihrer Umsetzung in deutsches Recht. Da müssen also im Detail einzelne Regelungen modifiziert oder ergänzt werden. Nicht diese ganzen Gesetzeswerke, die können weiter bestehen, nur im Detail so gewisse Modifikationen. Und das ging dann in Richtung Monetative. Ja, vielen Dank, Herr Huber, für diese Erläuterungen. Wir konzentrieren uns bisher immer auf den ISM. Dieser Hinweis auf den Lissabonner Vertrag fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Weitere Fragen aus dem Saalmikrofon? Ja, da würde ich mich doch ganz gerne mal zu Wort melden. Herr Huber, in der Monetative wird dem Staat das Geld zinslos zur Verfügung gestellt. Wir wissen, dass fast jedem Geldvermögen eine Verschuldung gegenübersteht. Die Zinserträge der Geldvermögen werden unter anderem durch die Zinslasten der Verschuldung gezahlt. Wenn nun der Staat keine Zinsen mehr bezahlt, müssen dann die Unternehmen und Privathaushalte mit höheren Zinslasten rechnen? Nein, überhaupt nicht. Das ist an und für sich erklärt durch den Hinweis, also die Seniorage in Analogie zum früheren Schlagschatz. Was die Seniorage bedeutet, einfach eine Erstverwendung des neu zu schöpfenden Geldes durch öffentliche Haushalte. Weiter nichts. Und ab dem Moment, wo irgendjemand dieses ausgegebene Geld einnimmt, sei es durch staatliche Zuwendungen, durch staatliche Ausgaben, durch staatliche Investitionsprogramme, wie auch immer, nicht? In dem Moment findet das Eingang in die allgemeine Zirkulation und der Teil der Einkommen, der eben zurückgelegt wird und in die Finanzwirtschaft wandert, ja, der zirkuliert eben dort weiter. Und also das hat per se auf das Zinsniveau, meine ich, keinen oder jedenfalls keinen großen Einfluss. Ich kann mir nicht erklären, wo ein solcher Einfluss herkommen sollte. Also wenn in einem Vollgeldsystem von vornherein das gesamte Geld durch verzinslichen Zentralbankkredit in Umlauf gegeben würde, da würde ich unterstellen, das hätte möglicherweise eine Wirkung in dem Sinne, dass vielleicht das gesamte Zinsniveau sich etwas anheben würde. Nicht massiv, aber etwas. So würde ich als Arbeitshypothese vermuten. Wenn aber der Großteil neuen Geldes über Seniorage in Umlauf kommt, hat das auf das Zinsniveau und das die Verzinsungssystem zunächst überhaupt keine Wirkung. Nicht? Die Frage ist, wo gerne Diskutanten sich einhaken, ist dann mehr eine Buchungsfrage, also im Sinne eines kaufmännisch-buchhalterischen Verständnisses, was da vor sich geht. Denn wenn die Ausgabeabteilung einer Zentralbank oder wer immer das macht, wenn die dem Finanzminister Geld unverzinslich zur Verfügung stellen, wie ist das zu verbuchen? Also, dass es nicht verzinst wird, das ist gut. Aber wie schreibe ich das in meine Bilanz? Nicht? So. Und wenn wir bei einer integrierten Bilanz bleiben, also bei der Zentralbank, wie das heute der Fall ist, dann müsste man das in der Tat hineinschreiben, wie schon seinerzeit Karl Schiller feststellte, nicht? Als eben diesen unbefristeten, unverzinslichen Kredit. Nicht? Und dazu ist rein theoretisch zu sagen, da das sehr langfristig dieses Geld in Umlauf kommt, das würde wahrscheinlich niemals zur Rückzahlung fällig werden. Es könnte aber. Und zwar einfach dadurch, dass aus dem öffentlichen Haushalt ein bestimmter Betrag eingezogen wird und an die Zentralbank zurückgeführt und damit gelöscht wird. Damit ist, also geldtheoretisch gesprochen, das sogenannte Refluxprinzip durchaus erfüllt, also auch in quantitätstheoretischer Hinsicht. Aber ich glaube, dass es praktisch im Sinne der Funktionsweise des Systems langfristig keine Rolle spielen würde, weil man ohne dies davon ausgeht, sofern überhaupt Geldüberhänge entstehen, dass sie ja durch höhere Inflation umgesetzt werden. Das ist jedenfalls der heutige Mechanismus, nicht? Und das würde wahrscheinlich auch geschehen, wenn man, also ich rede jetzt sehr hypothetisch, wenn man sich über Zeiten Gedanken macht, im Vorgriff, wo es gar kein Wirtschaftswachstum mehr gibt, auch im Weltwirtschaftssystem kaum noch Wachstum gibt, nicht? Wo es womöglich auf verschiedener nationaler Ebene zu Prozessen der Wirtschaftsschrumpfung kommt. Das ist ein reines Szenario, das ist eine reine Hypothese, nicht? Aber man muss das ja durchspielen.
würde dann ein Geldüberhang entstehen, nicht? Rein theoretisch ja, aber das würde relativ langsam geschehen und das würde wahrscheinlich im Sinne von Tobin durch eine milde Inflationsrate von 2, 3, 4% sozusagen von alleine, würde sich diese Frage erledigen. Heute ist man ja der Meinung, dass 2% Inflation sowieso wünschenswert teilen. Ich persönlich teile diese Auffassung nicht, aber es ist die vorherrschende Auffassung in der Finanzwirtschaft. Also von daher, ja. Vielleicht gleich dazu ergänzend, die EZB hat ja dieses Inflationsziel 2%. Was sollte denn Ihrer Meinung nach die Monetative verfolgen? Ja, dazu kann ich aus dem Stand oder aus dem Sitz besser gesagt, das kann man so pauschal nicht vorgeben, meines Erachtens. Ne? Das hängt von den konkreten Umständen ab. Ich denke, was viel wichtiger ist, dass politische Vorkehrungen getroffen werden, dass gerade unter Bedingungen eines Vollgeldsystems Haushaltsdisziplin herrscht. Nicht? Also der erste Beitrag dazu ist natürlich, dass an der Quelle des Geldes bei der Zentralbank als Monetative eine wirklich strikt potenzialorientierte Geldmengenausweitung versucht wird zu praktizieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist eben, dass gerade die öffentlichen Haushalte eben nicht ständig Defizit produzieren und dadurch eben Druck auf den Kapitalmarkt ausüben und dann wieder diese Verdrängungsproblematik entsteht, über die in früheren Jahrzehnten schon diskutiert wurde, dass also die staatliche Kreditnachfrage, die private Kreditnachfrage verdrängt, nicht im Sinne dieser Crowding-out-Hypothesen. Denn dann käme auch eine unabhängige Monetative wahrscheinlich doch in Zugzwang, obwohl sie selbst andere Ziele hätte, vielleicht dann eben doch ein bisschen mehr Geld in Umlauf zu bringen, als ihr richtig dünkt. Deswegen ist das A und O, auch und gerade in einem Vollgeldsystem, dass Haushaltsdisziplin herrscht. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ich meine, ich persönlich habe spontan immer gedacht, dass an und für sich Inflationsziel von Null das Richtige wäre. Aber wenn es eine Abweichung gibt, in verträglichen Grenzen von, wie man heute sagt, 1, 2, 3%, finde ich das auch keinen Beinbruch. Ja, hallo Herr Huber. Die Frage geht eigentlich konkret um die Staatsanleihen. Ich habe das Gefühl, dass in Ihrer Betrachtung diese Staatsanleihen, die als Geldvermögen in den Lebensversicherungen stecken, nicht wirklich wahrgenommen werden. Weil aus der heutigen Sicht ist es so, dass diese Staatsanleihen M1 vernichtet haben in den Bankbilanzen, indem sie an Nichtbanken verkauft werden, also zum Beispiel an Lebensversicherungen. Das bedeutet aber, dass wenn in Ihrem System irgendwann diese Staatsanleihen auslaufen, sie Vollgeld werden müssen. Das bedeutet damit, dass die Geldmenge M1, die ja eigentlich das Vollgeld darstellt, unglaublich aufgebläht werden müsste. Wie wollen Sie das verhindern? Ja, also die Thematik ist uns sehr gegenwärtig, aber so wie Sie es im zweiten Teil formuliert haben, meines Erachtens nicht ganz zutreffend. Denn es ist in einer Vollgeldzukunft diesbezüglich nicht viel anders als heute auch. Im Sinne des Mackenroten Gesetzes alle laufenden Zahlungen, egal wofür die sind, die müssen aus dem laufenden Geldfluss und einkommensmäßig aus der laufenden Produktivität bezahlt werden. Das heißt, wir haben eine Geldbasis, die zirkuliert und aus der Zirkulation dieser Geldbasis müssen alle möglichen Einkommensflüsse finanziert werden, sprich eben die Liquidierung von Wertpapieren, also finanzwirtschaftliche Geldflüsse, die Zahlung von Zinsen, es müssen die Arbeitseinkommen finanziert werden, es müssen die Steuern und Abgaben davon finanziert werden und so weiter. Das muss aus ein und derselben Geldmenge laufend finanziert werden. Und heute ist es so, vorübergehend entsteht ein Chiralgeld, das wird aber sehr bald durch dieselben Akteure oder durch andere Akteure wieder angelegt. Und das ist auch in einer Vollgeldzukunft so. Wenn also Wertpapiere fällig werden, egal ob Staatsanleihen oder was auch immer, dann müssen die aus der laufenden Geldmenge M, muss dieser Geldfluss finanziert werden. Aber es ist in der Regel nicht so, dass die Akteure nun in gigantischem Ausmaße diese frei gewordenen Beträge horten würden, sondern das ist gesamtwirtschaftlich so, dass diese Geldmittel individuell vielleicht realwirtschaftlich vorübergehend verwendet werden, dass sie aber vielleicht auch von vornherein in der Finanzwirtschaft bleiben, im Sinne von Portfolioumschichtungen,
dass eben aus einer Anlage in Staatsanleihen wird eine Anlage in Unternehmensanleihen oder es wird in Aktien gesteckt oder in Immobilien gesteckt, nicht? Und das wird auch in einer Folgezukunft so sein, sodass es ein Kurzschluss ist zu meinen, dass die Beifälligkeit von Wertpapieren in der Zukunft, dass alle diese Liquidierungen sozusagen Geldmenge vermehren oder einen Druck auf Vermehrung der Geldmenge ausüben oder dadurch eine Geldmengenverknappung eintreten würde. Das ist nicht der Fall, weil ja solche Liquidierungen immer vorübergehenden Charakter haben. Und in der statistischen Gesamtbilanz oder im Durchschnitt es ja tatsächlich so ist, dass diese Rücklagen, Rückstände, Ersparnisbildung, die Geldvermögensbildung, die werden ja in der normalen Wirtschaft brechen nicht drastisch ein. Das geschieht ja nur in schlimmen Krisenphasen oder überhaupt in Krisenzeiten, nicht? Und deswegen ist es trotzdem, es ist ein wichtiger Kern in Ihrer Frage, nämlich bei einer Umstellung von Chiralgeld auf Vollgeld entsteht eine besondere Art der Seniorage, die nur einmalig entsteht, nämlich durch den Übergang, in dem die bisherigen Chiralgeldbestände im Verlaufe mehrerer Jahre nach Fälligkeit alter Kredite, die müssen ersetzt werden, diese Chiralgeldbestände durch neue Vollgeldbestände. Das müssten doch alle Staatsanleihen sein, die zurückgezahlt werden. Das heißt, alle bisher ausgegebenen Staatsanleihen. Das sind Billionenbeträge und die werden ja auch nicht wieder neu ausgegeben. So wie ich verstanden habe, ist es doch so, dass in der Monetativen der Staat sich über die Zentralbank finanziert. Das heißt, es gibt gar keine Staatsanleihen mehr in öffentlicher Hand. Entschuldigung, das haben wir vorhin schon klargestellt. Das wäre auch ein Kurzschluss. Der Staat finanziert sich so, wie er sich finanziert. Er kann zu seiner Finanzierung auf vielleicht 2-6% Seniorage hoffen, mehr nicht. Der Rest muss durch Steuern finanziert werden oder aber durch Verschuldung. Das ist in einer Folgezukunft nicht anders als heute. Und wie viele Schulden ein Staat in der Folgezukunft macht, das weiß ich nicht. Auch da gibt es große Unterschiede, nicht? Wir haben moderne Staaten mit einer Staatsquote von nur 25% und ausgeglichenen Haushalten. Wir hatten schon das Gegenteil in Skandinavien, insbesondere in Schweden, in den 70er Jahren, nicht eine Staatsquote von 70 Richtung 80%, also weit über 70. Das waren dann also schon fast realsozialistische Zustände. Also das gibt es alles und das wird im Übrigen durch die Vollgeldordnung selbst nicht präjudiziert. So, nicht? Bleibt trotzdem die Frage, die berechtigte Frage. Also es gibt bestimmte Fonds, denken Sie an die Pensionsfonds und so weiter. Es gibt auch viele Fonds nach heutiger Regelung, Statuten in Staatsanleihen anlegen müssen, die in gar nichts anderes anlegen dürfen und so weiter und so fort, nicht? Und da sehe ich allerdings, also das ist ein Thema, ich sehe das aber nicht als ein Problem, weil diese Umstellung von Chiralgeld oder Vollgeld erfolgt ja nicht über Nacht, wie die Konten umgestellt werden, sondern diese Umschichtung in den Vermögensportfolios, die erfolgt im Laufe von Jahren, von 2, 3, 4, 5 bis zu 10 Jahren. Nicht? Alleine durch diese zeitlichen Verschiebungen ist also ein Großteil dieses Problems schon einmal, also es wird kein neuralgisches Problem, es ist eine ganz herkömmliche Portfolio-Umschichtung. Und was bietet sich an, wenn weniger, also ich würde mal sagen, wenn Sie einen Staat wie Deutschland nehmen, da würden durch die Umstellung von Chiralgeld auf Vollgeld könnte die gute Hälfte der Staatsschulden bereinigt werden. Das heißt, die andere Hälfte würde nach wie vor weiter bestehen und müsste irgendwie abgebaut werden von Staatswegen oder refinanziert, fortgesetzt, finanziert werden, wie auch immer. Von daher ist das Problem gar nicht so gravierend. Darüber hinaus würde man dann vermehrt Geld anlegen, einmal in Unternehmensanleihen. Viel bedeutender aber in einer Vollgeldzukunft in Bankanleihen. Die Banken würden wahrscheinlich viel mehr als heute Anleihen begeben, um dadurch eben am Kapitalmarkt vom Publikum Geld aufzunehmen. Und Realgüter. Ja, Sie denken vielleicht an Rohstoffe, die Rohstoffspekulation. Die Sorge habe ich eigentlich nicht. Ich würde in erster Linie an Anlagen in Immobilien denken. Das haben wir ja bisher schon. Darin sehe ich durchaus ein Problem. Mit den Rohstoffen sehe ich weniger ein Problem, weil Rohstoffe an und für sich, das sind zyklische Güter. Die Anlage in Rohstoffen, gerade als Objekt der Geldanlage und auch als Spekulationsobjekt über die sinnvolle und seriöse Geldanlage hinaus, das ist immer sehr stark ein prozyklisches Geschäft.
nicht? Und als Spekulationsanlage, das befürchte ich sowieso nicht, weil das kommt eben und geht eben. Heute ist das in Krisenzeiten natürlich, wo es einen Run in Sachwerte gibt, ist das sozusagen ein Ersatzsachwert. Das würde ich gar nicht auf Normalverhältnisse übertragen. Also diese Gefahr, dass da zu viel Geldanlage in Rohstoffen erfolgen, in welcher Form auch immer, die Gefahr sehe ich so sehr nicht. Ich würde eher das Immobilienthema in den Vordergrund stellen. Aber ich glaube das nicht, weil ich denke, dass in einer Folgezukunft auch diese ganze Private-Equity-Schiene zunehmen wird, würde. Also das heißt, die direkte Geldanlage aus dem Publikum in irgendwelchen Unternehmensaktivitäten, nicht so, wenn man sich heute an einem Windmühlenpark beteiligen konnte oder an einer Solarfirma sich beteiligt hat, an was auch immer, nicht, andere Leute beteiligen sich in Schiffsbau und also Sie kennen das, andere Leute beteiligen sich in geschlossenen Immobilienfonds. Das ist eine Frage, also diese ganze Private Equity Schiene, die wird wahrscheinlich zunehmen und einen Großteil der Anlagebedürfnisse befriedigen, die durch weniger Staatsanleihen vielleicht nicht mehr so befriedigt werden. Worüber ich mir persönlich nicht ganz klar bin, ist Sinn und Grenzen der Geldanlagen im Immobilienbereich. So, ich möchte gerne noch zwei Fragen aus dem Publikum zulassen. Ich hätte eine kurze Frage. Und zwar, es wurde jetzt von Steuerung auch geredet. Mich würde interessieren, wo sehen Sie da die Geldumlaufgeschwindigkeit? Herr Huber, jetzt vielleicht nach Umstellung aufs Vollgeldsystem und in 5 Jahren oder so. Haben Sie sich da Gedanken gemacht, mal drüber? Natürlich macht man sich darüber Gedanken. Also wenn man in dieser Tradition der Currency-Schule steht und dann auch in der Tradition der 100%-Ansätze der 30er Jahre, und Irving Fisher, der hat ja die Verkehrsgleichung entwickelt, nicht? Die Quantitätsgleichung der Zirkulation des Geldes stammt ja von Irving Fisher, von dem das 100%-Geldkonzept auch stammt. Nur ist das so, ich glaube, die Zirkulationsgeschwindigkeit des Geldes, es ist bisher überhaupt nicht gelungen, empirisch praktisch das überzeugend zu operationalisieren. Eigentlich ist das eine Rechengröße, die sich ergibt, nicht im Verhältnis zur vorhandenen Geldmenge und im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt als der Summe eben der getätigten Transaktionen und ihres Durchschnittspreises. Und von daher, wie soll ich mal sagen, bin ich mit der Betrachtung der Zirkulationsgeschwindigkeit des Geldes sind ein bisschen eine schwierige Angelegenheit, vor allen Dingen, weil die Empirie dazu tatsächlich fehlt. Und ich gehe davon aus, also die vorherrschende VWL geht davon aus, die Zirkulationsgeschwindigkeit sei konstant. Und das halte ich für unzutreffend. Ich denke, es gibt da auch Tendenzen und es gibt Verschiebungen in der Liquiditätspräferenzen des Publikums. Ich denke aber, dass Tendenzen in der Zirkulationsgeschwindigkeit stabil sind. Die sind nicht volatil und ändern sich sozusagen von einer Woche auf die nächsten oder von einem Monat auf den nächsten, sondern das sind stabile Trends und die gehen einfach ein in die Indikatoren, die ich vorhin erwähnte, diese 2-3 Dutzend Indikatoren, die eben auch die Zentralbank erfasst. In denen ist das schon implizit, die Zirkulationsgeschwindigkeit des Geldes. Sehen Sie die Entwicklung der hoffnungslos überschuldeten Staaten wie zum Beispiel Amerika, wie zum Beispiel Japan in Ihrem System? Naja, das sehe ich. Also ich sehe wir haben kein Vollgeldsystem und die Realität der Staaten, die Sie gerade genannt haben, zunächst und allen voran Japan, dann Großbritannien, dann die Vereinigten Staaten, dann erst die Eurozone, nicht? Das sehe ich nicht im Rahmen von Vollgeld, sondern Vollgeld würde einen Beitrag dazu leisten, die Situation zu bereinigen. Aber realistischerweise sehe ich nicht, dass das innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre zu einer Vollgeldreform kommen würde. Da fehlen noch eine Menge Voraussetzungen dafür. Ich sehe vielmehr, dass man eben versucht, sich durch Bailout-Politik und durch Quantitative Easing der Zentralbanken eben da durchzuwursteln. Wie weit das funktioniert, bin ich selbst skeptisch, muss ich sagen. Also im Moment ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. Es könnte sein, dass es gelingt, sich ohne noch folgenden Kladderadatsch sich da durchzuschummeln, möchte ich fast sagen, nicht? Das hängt aber von 2 Faktoren ab. Und da bin ich mir unsicher in der Prognose. Der erste Faktor ist,
der eingeschlagene Weg, die ganze Bailout-Politik mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus und dem internationalen Währungsfonds und von wem auch immer, das funktioniert nur, wenn es gelingt, diese Fiskaldisziplin durchzusetzen und diese sehr schroffen Austeritätsprogramme, die man von insolvenzbedrohten Staaten aufzwingt, dass die durchgehalten werden. Wenn das nicht durchhaltbar ist, dann bricht dieses Bailout-System zusammen. Und ich persönlich bin skeptisch. Ich glaube persönlich nicht, dass es politisch möglich sein wird, diese harten Austeritätsschiene sozusagen brutal durchzusetzen. Da bin ich sehr skeptisch. Und die andere offene Frage ist die Zentralbanken haben durch Quantitative Easing, also nun wirklich neues Geld und auch Reserven im Billionenbereich den Banken zur Verfügung gestellt. Und ich frage mich, wie dieses Geld sterilisiert werden soll, bis es zur Rückzahlung fällig wird. Und ich frage mich, ob die Banken dann in ein, zwei Jahren fällig in der Lage sein werden, dieses Geld zurückzuzahlen. Das ist rückgekoppelt an die Zahlungsfähigkeit der Staaten wiederum. Da bin ich sehr skeptisch. Aber wenn ich im Szenario annehme, dass diese Disziplinierung, diese Haushaltsdisziplinierung gelingt und dass die Sterilisierung dieser gigantischen Zentralbankgelder gelingt, dann wäre sozusagen auch die Krise behoben. Sie sehen, Herr Huber, Geldsystempiraten können diszipliniert sein und sie sind tief im Thema. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute Abend mit Ihnen. Ich hoffe, allen Diskutanten und Zuhörern ebenfalls. An der Stelle auch herzlichen Dank, Josef. Vielleicht kommst du ja mal wieder. Das würde mich sehr freuen. Einfach zum Verständnis nochmal hier. Wir halten das Mumble für ein sehr geeignetes Medium, um solche Dinge zu besprechen und den Prozess zu begleiten und Einsichten zu gewinnen. Ich glaube, das war heute auch wieder ein Beweis, dass es sehr gut funktioniert. Kleiner Werbeblock. Am 8.5. kommt Raimund Brichter von der Telebörse hierher. Ich denke, dass da auch das Thema Zins wieder auf den Tisch kommt und viele andere Dinge. Und ich bedanke mich jetzt an der Stelle auch bei allen Zuhörern. Super, dass wieder so viele da waren. Wir bleiben dran. Piraten reden übers Geld. Ich möchte mich gern meinerseits bedanken und die Nettigkeiten zurückgeben. Ich erlaube mir zu sagen, dass ich die Diskussion, die Substanz der also die Fragen fand ich sehr substanziell. Also Ihre Diskussion hat, wenn ich mir erlaube, das zu sagen, ein hohes Niveau. Ich mache ja viele so Diskussionen und habe von daher eine gewisse Vergleichsmöglichkeit. Und das ist also schon außerordentlich, eben auf außerordentlich hohem Niveau, auf dem Sie diskutieren aus meiner Sicht. Dass ich finde, dass Sie sehr diszipliniert diskutieren. Vielleicht liegt es auch an den Medien. Ich habe heute so ein Mumble zum ersten Mal mitgemacht und entdecke so nach und nach, welche Möglichkeiten es bietet. Scheint sehr gut zu sein. Also ich habe es gerne getan. Vielen Dank auch für die Einladung. Und es war interessant, hat mir auch Freude gemacht. Ein super Fazit, das hören wir sehr gerne. Und dann wechseln wir alle in die freie Diskussion, die sich jetzt anschließt und verabschieden jetzt den Herrn Huber. Und vielleicht kommen Sie ja irgendwann nochmal zu uns, wenn es bei uns so viele Fragen gibt, dass wir Sie unbedingt noch einmal benötigen. Okay, gerne. Ich verabschiede mich jetzt auch. Und es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Tschüss. Jawohl, tschüss, danke. Tschüss, super.